Jetzt. Herzlich willkommen bei WSC Plays, ein ganz wunderschönen Freitagabend an diesem wunderbaren Karfreitag. Wir gehen rein und zocken eine Runde. Wie hieß das Ding? Ranch Sim. Das ist der Ranch Simulator. Ist halt aufgefallen, sah interessant aus. Mit dabei sind Mr. Speckbike, Mr. Tim und Mr. Panther. Und wir machen einfach mal ein neues Spiel. Spielerdatei benennen. Das ist die WASD Ranch. Was geht ab, Ranch? Das ist ein Huhn, was Eier legt. Hast du denn schon mal ein Dings für uns, ein Verbindungslink oder wie das heißt? Ja, warte, ich weiß noch nicht, was es da jetzt gibt. Ich überspringe einfach mal das Tutorial, das brauchen wir nicht, ne? Nee, wir brauchen grundsätzlich keine Tutorials. Oh nein, jetzt habe ich... Oh, ich bin so dumm, Alter. Jetzt habe ich auf Nicht-Überspringen geklickt. Aber ich habe einen Sitzungscode. Guten Morgen. Du hast Code? Guten Morgen. Er hat Code, ganz viel Code. So, dann mache ich meinen Stream auch an. Aber ich weiß jetzt nicht... Ich weiß jetzt gerade nicht... Wie kriege ich denn den Code zu euch? Warte. Ich weiß nicht mal, ob er den Code jetzt genommen hat. Ach, scheißegal. Komm her. So. Stellt man hier ein, man sieht keinen Unterschied. Das ist schön. Ja, das Problem hatte ich ja gerade auch. Ich trete ja einfach per Steam bei. Scheiß drauf. Geht das denn? Ja. Anscheinend. Dann easy peasy, lemon squeezy. Alter, wenn ich Alter einstelle, will ich doch nicht so 3 Kilometer von dem weg sein. Guten Tag. Guten Tag. Boah, Alter, warum laggt das Game so? Der ist wahrscheinlich der Anfang, der muss erst gerendert werden. Okay, Grundbewegung, WASD, Shift zum Sprinten, hey, wir werden D den Spieler zum wählen. Kriechen. V, um die Kamera an sich zu ändern. Oh ja. Okay. Enter zum Vorwärtsfahren. Guck mal, den geilsten Bart. Amena. Wir kommen auf der Ranch. Folge dem blauen Symbol und lies den Brief. Okay, lesen wir den Brief. Panda auf Mart kommt auf die Ranch. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich bloß von wem. Finanzamt. Hi Novo. Was geht? Wie geht's dir? Okay, warte, ich soll einen Brief lesen. Alter. Ich kann überhaupt nicht lesen. Da drin? Wir wissen es. Kann ich da drüber hechten? Ich kann da nicht drüber hechten. Oh Gott, was mache ich denn? Okay, alles klar. Folge dem blauen Symbol. Müssen wir jetzt jeder den Brief lesen? Ich weiß es nicht. I think. Also ich mein liebes Enkelkind. Wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familienranch zu übernehmen. Sie ist etwas verwahrlost, da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern. Ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Ich glaube an dich. PS, die Sachen, die ich hinterlassen habe, sind Sexspielzeuge. Geil, Dildo! Drücke E zum Zurücklegen. So, was mache ich jetzt? Speichern. Finde das Zelt. Es ist 2 Uhr nachts, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet. Bei mir ist es nicht 2 Uhr nachts. Aber es ist auch auf jeden Fall gut hier. Zelt gelegt. Ja, wir haben uns beide zusammen ins Zelt gelegt. Huch, da muss ich aber ganz schnell los. Also es ist immer gut, wenn ihr müde seid und der Weg führt euch hierher. Das ist auch irgendwie falsch. Vor allem, ich läge durch den Boden, ne? Nice. Ich hänge fest. Vor allem, wenn ich von unten nach oben in den Himmel gucke, habe ich so ein übelstes, weiß ich auch nicht, es sieht wild aus. Okay, hier ist ein Radio. Enter. Warte, ich mache mal ein Video. Finde Großvaters Truhe auf dem Dachboden, entferne das Hindernis. Finde die Truhe im Obergeschoss. Finde das Hindernis? Das ist doch kein Haus hier, Junge, das ist eine absolute Katastrophe.
So. Ferne das Hindernis. Okay. Objekt zerstören oder fern wählen den Abrissmodus im Aktionsmodus. Halte Tab. Abreißen. Abgerissen. Fantastisch. Hallo Dachboden. Da ist eine Truhe. Für mich wie ein Hogwarts. Ende. Waren noch mehr Anspielungen und du wirst dieses Spiel spielen. Schnauze. Hier ist eine Pistole drinne. Pistole. Das ist definitiv meine, Bitch. Fuck you. Moin. Ist noch was okay. zu lesen, ist ja egal. Ich nehme jetzt die Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Welche mir drucken? Noch eine Sache. Du wirst ein Auto brauchen. Surprise. In der Werkstatt am Eingang der Ranch steht ein altes Nutzfahrzeug. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Glück. Müssen die das in Schreibschrift schreiben? Ich habe schon mit normaler Schrift Probleme. Hier schließen. Was ist das da? Ende. Das kriegt jetzt hier nur einer die Waffe? Was ist denn das für ein Scheißladen? Ernsthaft jetzt? Hoch. Ich habe keine. Oder vielleicht, weiß ich nicht, habe ich ein Inventar? Weil du musst halt mal Tab gedrückt. Moin. Ah doch, ich hab auch einen Revolver. Ein Business oder was? Genau. Er ist unser hier Immobilienmakler, der hat uns über den Tisch gezogen. Zieht ihm die Haut ab, schlachtet ihn dann. Oh Gott, er hat dich doch um. Du müsstest eigentlich auch eine Knarre. Ach nee, warte mal, wir müssen nur gejoint. Ich müsste auch eine Knarre haben. Es fängt dann zu regnen, Alter. Ja, mal unbeliebt, sein Urus war da. Ja, mal. Wie jetzt, mach ich? Jetzt fehlt nur noch, dass Winter das kommt. Ah, was haben wir denn hier? Ah, deine Mutter ist weißt du, was das Schönste ist? Ich weiß, was echt schön ist, aber ich weiß nicht, was das Schönste ist. Schwanz. Wie schön, wie man so springt, so. Oh. Und außerdem, dass wir Munition haben. Ja, das stand da. Das war, das muss, das war so richtig. Mit. Ist euch mal aufgefallen, dass ihr ganz schön gelenkiges Geneck habt, wenn ihr ganz schön den Kopf hin und her bewegt? Boah. Nee. Huch. Bist so. Kann ich das auch irgendwie. Kann ich das auch wieder schön. Ja, und wie nehme ich? Wie mache ich jetzt was? Mausklick. Mit Mausklicken, genau. Angucken und Mausklick. Ach, ich musste die Waffe wegnehmen. Links okay. oder rechts? Wo habe ich denn eine Waffe? Linksklick. Tab. Tab, tab gedrückt halten. Tab, 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 tab. Habt ihr schon einen Reifen und so? Wie ist das wahrscheinlich? Reifen, da ging mal. Ja, nee, King, jetzt musst du eh drücken. Verstehe ich nicht. Ist aber so ein bisschen schwul, wie man schießt, also wie man zielt, wa? Wo kommt das hier hin? Ja, guck mal, spring mal. Oh. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Das ist Ranch Simulator. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen wir hier eine Ranch von unserem Opa wieder zu neuem Glanz. Das ist Harvest Moon. Bleib lieber stehen! Stehen bleibt! Hey, das ist ja einfach nur so ein Golfkart, Alter. Aber kann ich. Ja, da unten? Ich will hinten. Ah, so. Wieso drücke E ins Auto steigen? Genau. Ich hab Gummi. Und wo ist Panther? Hier. Aber ich muss irgendwo den Kanister platzieren. Ja, aber für das nicht zu viel rumfahren, das Ding braucht nämlich natürlich Sprit. Ich fahr das lieber mal da wieder rein. Ja, aber er hat den Kanister mit Benzin. Oh. Er hat einen Stopp. Warte mal, drücke R, Auto umdrehen, drücke E ins Auto steigen. Ich will aber tanken. Hör hier rein, Junge. Hä, drücke E ins Auto steigen? Zwei Plätze sind belegt, wo setzt du dich dann hin? Geht nicht. Achso. Ja, dann musst du reinspringen. Spring einfach hier rauf, kannst du mitfahren. Warte mal. Was passiert, wenn ich R drücke? Was war das denn? Wir fliegen. Gut. Daniel okay, Valley of Crack Kokain. Ja, auch. Achso, platziere ja. mit. Warte, bleib verstehen. Ja, machen wir doch. Tim, geh mal runter. Gut, hab ich. Tankstelle erreicht. Hör auf zu tanken. Warte. Hör auf, Junge. Gut. Aber jetzt fällt dir doch bestimmt runter, weil der Tank. Weil der Dings die ganz. Nee. Doch. Nee. Okay, warte mal. So, jetzt stehe ich auf dem Auto drauf, glaube ich. So ganz casual. Nee, du fällst gleich runter. Die Steuerung ist ja mal anders wild. Und tschüss. Ich hab's gesagt. Das hat aber gerade richtig mies gesehen. Ah, stehen bleiben. Kannst laufen. Haha. Der Tankstelle ist. Oha. Ist das die Tankstelle? Ist das die Tankstelle? Garage.
Nee, das ist ein Shop. Nee, du musst umdrehen. Dreh mal um und jetzt die Straße einfach runter. Ey. Ach, das ist ein blauer Punkt. Hier. Warte mal, wo ist Tim jetzt? Ja. Wo ist hier? Ach da, los. So, könnt ihr nicht einfach wieder den Kanister in der Hand nehmen, damit ihr beide in dieser... Alter, wo willst du jetzt hin? Nee, man glitscht sehr oft. Wo willst du denn jetzt den... hier? Nee, nicht die Abzweigung, sondern jetzt fahr mal zurück. Genau, und jetzt geradeaus. Könnt ihr den Kanister nicht einfach in die Hand nehmen, damit ihr wieder richtig in dem Ding drin steht? Na, ich weiß nicht, ob wir dann die Mission nicht, ne? Jetzt geht's gerade, genießt die Fahrt. Ich wollte gerade sagen, wir halten uns einfach fest. Genau. Ja. Sehen, was wird. Was wird? Was wird? Okay. Entferne das Zapfventil und stecke es in die Tanköffnung am Auto. Und in den Kanister interagieren mit der Treibstoffpumpe. Muss ich eine freie Hand haben? Dann muss aber irgendeiner das Auto mal näher ranfahren. Warte mal. Ah! Warte mal. Der ist dritt. Guck mal hier. Ja, Junge. Der Tankwart. Okay, ich muss dich da hin. Und E einsetzen. Einfach wie für ein Gummiband gezogen, das Ding, kein Problem. Und jetzt muss man tanken beginnen. Warte mal, haben wir das auf den Spritpreis geachtet? Was kosten die überhaupt Sprit? Ja, ist egal, wir sind reich. Komm, Geld spielt keine Rolle. Doch nicht. Okay, wie viel müssen wir denn tanken? Bis voll ist. Okay, jetzt ist anscheinend voll. Schöne Anzeige, so minus eins. Okay, ach nee, warte mal. Achso, das Auto muss auch befüllen. Okay. Ne, den Kanister müssen wir noch voll machen, oder was? Ja. Auto ist full. Drücke E, hineinlegen. E. Okay. Tanken. Oh, die Anzeige, ding. Digga, $50, Armener. $60. Tschüss, wie viel geht da rein? Alter, ein Liter, $1? Muss ich jetzt... Was ist das für Preise? Es ist closed, wir können gar nicht... Hä, das Ding ist leer. Ja, moin. Wen bezahlen wir denn hier überhaupt? Echt, Ja. Oh, jetzt steht da schon hinten, okay. Jetzt... Aber wir haben eine Knarre. Also bezahlen wir heute gar nichts. Wir bezahlen. Ich eigentlich... Oh, okay, ich kann die Waffe nicht rausnehmen, wenn ich im Auto so sitze. Ich will einfach erstmal Drive-By machen, Alter. Aber nicht GTA mit meinem Auto in Amerika. Nee, ich glaube, wir müssen dann selber neue Autos holen oder so. Nee, geht nicht. Ich finde auch so schön, wie wir hier so sitzen auf dem Auto. So, so ganz unauffällig. Also man muss tatsächlich von der Seite da. Oder? Von der Erhöhung. Ja. Ich hatte schon überlegt, den Cowboy-Hut aufzusetzen. Achso, nee, das wäre zu much. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen Angst, dass es irgendwie sehr. Ich bin mit dem Immobilienmarkt. Komisch. Ist auch schon wieder auf 7:30, der fällt gleich runter. Aber ich möchte nicht. Ich gebe gerade nicht mal Gas. Der jo, halt! Lol, ich höre nicht auf zu laufen! Und Baum! Oh Gott! Oh, hell no! Ach, wo ist er denn jetzt? Gehen. Ach, da hinten. Ich glaube, hier, ich da glaube, wo... Hier. Also, da war doch hier, glaube ich, zum Haus sein, oder? Ja. Ich hab keine... okay, nee, jetzt... Nee, ja. Ja, warte nur. Okay, ihr lauft einfach. Tschüss. Ich bin ja eh gleich da, von daher. Besuche das Auto, sprich bei der Immobilienmaklerin? Was ist das? Ist das ein Autohaus oder... Naja, nee, anscheinend ist es eine Bank, so wie das da drauf steht. Das ergibt alles keinen Sinn. Es ist ja. Okay, ich rede mit dir. Hallo, Lady. Die hat keinen Bock auf meine Existenz. Panther, du stehst im Weg. Okay, ja, wir sind der neue Besitzer. Ja, das bin ich. So, in diesem Fall möchte ich dir die Bauanleitung geben. Dieses Buch wird dir helfen, deine Ranch wieder aufzubauen. Denk daran, dass das Bauen nur auf dem Grundstück deiner Ranch erlaubt ist. Okay. Das ist alles, was ich sagen wollte. Viel Glück mit deiner Ranch. Vielen Dank. Haben Sie nachher noch Zeit? Bausystem. Über das Aktionsrad kannst du jetzt den Baumodus aufrufen und deine Ranch ausbauen. Die folgenden Baumaterialien werden für den Bau benötigt: Holzbretter, Zementsäcke, Metallstangen. Erstmal einen Kredit aufnehmen. Die Holzbretter kannst du selbst herstellen. Den Rest der Baumaterialien kannst du im Baumarkt kaufen. Okay.
Kredite. Also hier bei ihr links kann man Kredit aufnehmen. Ich kann sein Auto kaufen oder es anpassen. Alle Neukunden bauen wir für $10 Radius in ihre Allradfahrzeuge ein. Das kannst du auch sein lassen, danke. Ja, die Werkstatt hinter diesem Gebäude und baue das Radio ein. Wenn du ein Fahrzeug kaufen willst, benutze den Computer vor mir. Hey, wir sind in Amerika, wir brauchen keine Radios, wir brauchen Flachbildfernseher und Boomboxen in dem Kofferraum. Ich finde, unser Fahrzeug hat eine Kapazität von 2 Schweinen oder 2 Ziegen. Was gibt's denn hier eigentlich für Autos? Ja. Oh. Amerika. Scheiß Geländeauto, okay. LKW. Quad. Pickup. Wieder ein Pickup, kleiner Lastwagen. Oh, ich also so $2000 für so einen Mähdrescher ist auch ein guter Kurs, oder nicht? Ja, das ist ja scheiß billig. Ja. Du weißt ja nicht, wie schwer wir hier Geld verdienen können. Oh nein, wir kriegen nur 50 Cent für alles. Sie haben jetzt das ganze Feld gerodet und die Stadt für mindestens 3 Jahre ernährt. Hier haben sie $1. Ja, was macht der denn jetzt da drin? Friends. Da soll das Radio rein. Let me in. Nö. Soll ich jetzt das Radio einbauen oder nicht? Ja, wäre ganz, ganz ja, cool, weil du kommst nicht raus und wir kommen nicht rein. War das Ding schon vorher rosa? Nein, nein. Müssen wir jetzt ausrasten wie bei Pimp My Ride? Oh, oh mein Gott! Ich finde es interessant, dass bei Pimp My Ride erst jetzt so eine Doku rausgekommen ist, dass alles gefaked war. Was passiert hier? Straße. Weiß ich nicht. Den Baumarkt erreichen. Warte mal, wir müssen erstmal kurz in die Karte gucken. Auf zu Obi. Ja, es ist ziemlich hinter uns. 168 Meter. Wir müssen einmal durch den Ort. Ja. Oder wir fahren einmal durch das. Ah, scheiß drauf. Oh nein, scheiß nicht Alter, drauf, ich bin runtergefallen. Die Karre ist aber auch ein bisschen schwierig, oder? Ja, fährt sich sehr komisch. Fahrt ruhig. Alles gut. Kett ist ein Mann des Waldes. Oh, absolut beschissen hier, ehrlich. Wir fahren schon mal vor. Vor allem, der hat auch nur ein bisschen. Achtung! Tokyo Drift, Junge! Ah, nee, hier ist nicht mit Driften. Hier geht nur Handbremse oder nicht? Wir parken mal hier. Ich hoffe, was ist das für ein Gammelort hier? Aber einen Baumarkt haben sie, ne? Hm, top ausgestattet, so wie man sieht. Ja, wo ist... Oh, ja, lol, aber ja, richtig. Ich hab Angst. So, der Hightech, hier gibt's nicht mal Angestellte, hier bestellst du per Terminal. Baumaschinenverleih hier. Alle Läden haben Terminals, über die du einen Einkauf tätigen kannst. Geh zum Terminal und drücke die Aktionstaste, um zu beginnen. Ich kann nicht in den Hasenkäfig einsteigen. Ohrmarken, man kann nicht Ohrmarken kaufen. Erstmal den Elektrischen kaufen. Für die Tiere halt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so detailliert ist. Oh, das ist doch der Ranch Simulator! Howdy, partner! Also, Sonnenblumenvorsatz für $200 ist auch nicht teuer, wa? Das ist ein Sonnenblumenvorsatz. 50. Der Getreidevorsatzgerät kostet 200. Schön, dass man das Gerät, den Aufsatz hier separat kaufen muss. Und der Gerät eine Axt, eine Brechstange und eine billige Tischsäge. Hier gibt es eine Farbdose für $40 deiner Wahl. Und du kannst die Dinger sogar als Hexwert eingeben. Was kauft man? Nice. Nee, nicht im Baumarkt. Na, aber ich kaufe eine Sämaschine im Baumarkt. Also über was unterhalten wir uns gerade? Also, what the fuck? Also auf jeden Fall brauchen wir erstmal Axt, Brechstange und billige Tischsäge. Wir sollten erstmal... Oh, habe ich im Warenkorb drin. Also unser maximaler Kredit ist übrigens 2500, den wir aufnehmen können. Ich ziehe die Tischsäge im Auto. Warte, ich hole kurz das Auto rum. Nennen wir es mal Auto. Okay, ich nehme mir die Brechstange in die Hand. Oh, ist das Boarding? Oh. Mahlzeit. Guck mal, ich spiele Half-Life 2. Kommt man denn da drauf auf das selbe Model? Ja, was gar nicht. Ich dachte mal, kommt da irgendwie aufs Gelände oder so? Ist ja Pisse. Nee. Ich hab das Gefühl, das Spiel hat's nicht geplant. Aber man kann nicht einsteigen, wenn man was in der Hand hat, okay? Man kann auch so nicht einsteigen. Okay. Na, was brauchen wir denn jetzt noch?
Sprich mit der Verkäuferin. Folge der Straße, sprich mit der Verkäuferin. Folge der Straße, da hinten 317 Meter. Na, das ist am Autohaus vorbei und dann die Landstraße wieder runter. Okay, festhalten. Es regnet. Cool. Ich habe starke Schmerzen. Okay, ich denke mal, das ist jetzt hier rein. Ich mach's wie jeder Amerikaner. Schieß auf das Gewitter, damit es verschwindet. Tschüss, King. Und jetzt weiter. Ihr Schweine! Die Straße da lang. Kommen die mehr drauf jetzt? Nein, jetzt bin ich drüber. Nein! Oh, Digga, fick dich! Was machst du da, Junge? Haben wir's jetzt. Okay, ja. Obwohl ich Hauptsache, Tim steht da oben mit der Knarre, Alter. Die Anbaugeräte, die man im Baumarkt kaufen konnte, ich glaube, die kann man an das Ding hier anhängen. Wir sind da. Frag mal. Boah, das wäre geil, wenn du so richtig nice hängst. Cell Area. Ich kann nicht mehr die Tür öffnen, wenn ich eine klare Hand habe. Überfall! Merkst du, sie ist voll unbeeindruckt. Was muss ich jetzt machen? Es war noch hier liegt irgendwas. Hat wahrscheinlich funktioniert. Willkommen, um einen Kauf zu tätigen. Benutze das Terminal im nächsten Raum. Gekaufte Objekte befinden sich draußen. Weitere Informationen zu Nutztieren findest du im Glossar. Um Objekte zu verkaufen, platziere sie im Bereich neben mir und bestätige den Verkauf über das Terminal. Okay, Gespräch beenden. Also wir müssen dann wohl einmal über den Begriff Nutztiere reden. Das ist ja absolut barbarisch. Oh Gott. King, warte draußen. Aber mir wird auch ganz schlecht, ich muss raus. Dann kaufen wir jetzt Nutztiere, und zwar zwei Hühner und einen Eierkorb. Und den Eierkorb, der ist nicht für deine Hohn. Verstehe ich nicht. Also zwei Hühner? Zwei Hühner. Und ein Eierkorb. Und ein Eierkorb. King, weißt du eigentlich, wie das aussieht mit deinem komischen Bart da? Ja, es sieht richtig. Es sieht aus, als würdest du die ganze Zeit eine scheiß OP-Maske unter der Nase tragen. Das ist keine OP-Maske, das ist mein krasser Bart. So ja, normal, aber es sieht so aus. Okay, ich hab gekauft. Komischer Hipster-Typ. Keine Ahnung, was ihr meint. Wir haben Koffer, wir haben Koffer. Drücke E zum Aufheben. Der hat den Koch in der Hand. Hebe das auf den Kopf. Way, ich weiß nicht, ob der das mag, so getragen zu werden. Wahrscheinlich nicht lange. Kannst du das Huhn jetzt hinten auf die Pritsche stellen? Ich weiß es nicht, ich glaube. Ja. Also zwei Schweine und zwei Ziegen. Aber. Voll? Warte mal, warte. Achso, dass er das Huhn reinpacken will, jetzt in die Hand. Passt es jetzt? Du musst halt erst rechtsklick und dann mit links bestätigen, ne? Ach so, Alter, ich hab das nicht geschnellt gerade. Wie oft sagt, das ist doch mal lustig. Ich komme ja nicht mal hoch. In diesem schönen Spiel. Gilde Issue. Ja. Gut, die Hühner, die sitzen da wie bei hier Kontraband-Dingsbums. Warte mal, war ich gerade richtig? Nee, ne? Nee. So, MS-Barriere. Okay, MS. Geh zurück zur Ranch, platziere deine Objekte mit auf der Ladefläche Ranch erreichen. Hat er gerade einen Huhn als Objekt bezeichnet? Oh oh. Fühlt sich denn das Huhn heute als Penisträgerin oder Penisträger? Ne, nicht nur. Also ich würde sagen als Penisträger, aber wichtig ist dabei auch zu wissen, welche Seite. Ach so. Nee. Kann man doch jetzt unmöglich entscheiden. Und jetzt rechts, links. Wo sind links? Straße links. Aber da oben rechts ist. Wir brauchen unbedingt ein 22 Karts, Alter. Ja. Oder ein richtiges Auto. Ich würde jetzt zwei von richtigen Autos. Bushaltestelle oder was? Ich würde eine eigene Bushaltestelle. Zweites von den Karts kaufen, weil wenn wir damit wirklich die ersten Sachen bearbeiten können auf den Äckern. Kopf ein 10. Au. Hey, wieso stehe ich jetzt auf der Seite? Ja, das hat jetzt wirklich gar keinen Sinn gemacht. Okay, ich heb das Huhn auf. Ausräumen. So, wo soll das Huhn hin? Fernsack gefunden. Wo soll die Säge hin? Schütte Junge, auf die Stelle. Getreide finden. Ich geh in die Scheune und guck mal nach dem Getreide.
Ja, guck mal um Getreide. Also nee, warte mal, muss ich... keine Kreide. Dann muss ich das Huhn jetzt hier lassen oder was? Ich soll hier Butter auf die Stelle warte. Nightfender macht doch gerade. Oder müssen wir mit der Säge erst einen Stall bauen? Locker easy laufe ich mit dir. Okay, was ist hier? Ich bin für deine Stelle. Hast du ganz toll gemacht. Musst du wieder rechtsklick und dann linksklick drücken oder so? Warte, halte E gedrückt, um auf den Boden zu. Warte, pack wieder auf den Boden da die Scheiße aus. Excuse me, Sir, stell hin das Ding. Okay, so. So, und wenn du jetzt gedrückt hältst, dann passiert nichts. Du sollst nur einmal kurz drücken. Ja, geht auch nicht. Das, was ich geguckt habe. Vielleicht mit E? Irgendwas? Ja, das war ja auch mit E. Bin wieder in den Bums. Ja, ich bin dabei. Nee, mit Alter gedrückt, E gedrückt, genau. So, So, und jetzt muss das Huhn in seinen Putter drücken. Eimer, ich brauche einen Eimer. Butter, Schüssel. Stellen wir die Säge gleich daneben, damit es schneller geht, oder? Ja. Ja, aber die müssen wir auf der Seite, die wird dann so geschoben wie ein Schlitten. Wir müssen auf der Seite kippen. Digga, warum ist das Wetter so beschissen? Soll ich dir jetzt die Säge hinstellen? Soll ich die erstmal hier platzieren, oder was? Weiß ich nicht, steht da nicht irgendwas? Nee. Also, haben wir denn irgendwas, was aussieht wie eine Werkstatt oder so? Okay, ich glaube, ich brauche einen zweiten Mann. Alter, das ist schon ein bisschen cool. So, Frage, wo stellen wir den Wassertank hin? Wassertank an einem beliebigen Ort auf der Ranch ausstellen. Ja, hier einfach hier so ans Haus ran, oder nicht? So, ja, am quasi Schuppen, wo wir unsere Sachen immer haben, quasi, würde ich meinen. Naja. So, jetzt hier so platzieren. So, und letzte, mit Wasserschein einmal mit Eimer. Wasser ausgeschüttet. Was? Was für ein Eimer? Ja. Warum ist da Wasser drin? Ja, du solltest jetzt... geregnet hat. Weil du auch eigentlich dunkel mit dem Eimer Wasser rausholst. Und jetzt einmal mit Wasser ausgeschüttet an dem blauen Punkt. Da hinten irgendwo. Irgendwo im Haus. Es wird hier ganz schön dunkel hier. Ja, ich sehe nichts mehr. Wir müssen uns ein Zelt legen. Ich sehe nichts mehr. Sollen wir hier ausschütten? Was denn für ein Zelt? Wollen wir nicht den Wassertank, ist der nicht für die Hühner dann? Allgemein alles für Sascha für Wasser. Halte gedrückt und Spiel speichern. Einmal wird Wasser ausgeschüttet, aber... Oh ja! Wie schüttet man das aus? Keine Ahnung, aber ich kann durch den Boden gucken und ich glitsche irgendwie so halb durch das Zelt unten durch. Alter, du hast den übelsten Wasserkopf von hinten. Gibt's hier denn irgendwie eine Taschenlampe? Schlafplätze bereits belegt. Guck dir mal deinen Wasserkopf an, Junge. Aber deiner sieht dank der Glatze noch... Ah, warte. Deiner sieht dank der Glatze noch schlimmer aus. Entschuldigung, ich versuche jetzt zu schlafen. Ich hasse Menschen, wirklich. Ich will doch einmal nur schlafen. Freunde, es ist gut, dass wir jetzt ein Zelt haben für vier Leute. Vier Leute. Aber wenn das noch funktioniert, ich weiß, warte, ich will was probieren. Warte mal. Night Phantom schläft. Wo ist Cat? Cat und ich, wir laufen rum. Man kann da nur zu zweit rein. Ja. Aber was machen wir denn jetzt? Ja. Ich denke, wir können so die Nacht überspringen. Nein, Pech. Haben wir nur ein Zelt? Ja. Wir hatten das Zelt denn eigentlich aufgestellt. Hatte jetzt irgendwie ein gar nicht, das war da. Wo ist denn eigentlich das andere vergurkte Huhn? Ja, weiß ich nicht. Das rennt hier hinten rum, warte. Hier ist es. Hier. Da ich nicht mehr. Warte. Müssen wir es tauchen oder was? Erstmal Angst machen, so. Daneben steht so: Bleib hier. Was ist das hier hinten eigentlich alles für ein Kram? Ah, man muss das direkt daneben stellen. Okay, oh verdammt Scheiße. Okay. Das Huhn oder das Wasser? Nee, yeah, das okay. Ist Wasserding und hier. Alles klar, wir sind jetzt Bob der Baumeister. Kleinen Stall nach einer Blaupause gebaut. Oh verdammte Scheiße, kriegen wir jetzt eine Blaupause? Du machst mit, hab den Hammer und dann hast du so ein schönes geiles Buch. Ah. So, jetzt brauchen wir kleiner Stall, ne? Kleiner Stall, mal, ja. Dann wird man außen. Oh, da haben wir so einen Kasten vor der Nase. Das ist ein kleiner Stall. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir den Stall hinstellen? Kleiner Stall, weiß ich nicht. Sektion der Scheune. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt die, weil wahrscheinlich packen wir die Hühner da rein, ich würde sie auch nicht unbedingt hier beim Schrott irgendwie haben wollen. Ja, Premium-Hühnerstall. Ich meine, wir haben hier so eine riesen Freifläche, warum bauen wir nicht einfach mal hier den Stall irgendwo hin?
Ich hätte jetzt vielleicht, guck mal, das sind ja nur Hühner. Ich hätte jetzt vielleicht hier an das Carport mit dran gebaut. Ja, ich hätte, ja, das dachte ich An auch die gerade an der Seite. anderen Seite. Bloß die Dann Frage, war wo ich hier auch. der Zugang ist für die Hühner. Haben doch gerade eben auch eine Axt gekauft, oder nicht? Ich denke, es kann von beiden Seiten zugegriffen werden, denke ich mal. Warte mal, soll ich den einfach erstmal hier platzieren? Mach mal. Platzieren wir einfach mal da. Mal gucken, wann der gerade ist. Also haben wir hier jetzt die ganzen Rezepte wie bei Sons of the Hammer. Forest. Nimm den Kanister. Und dann. So, was machen wir? Nimm den Fischsäge Kanister. auftanken. Oh Gott, wir müssen die Säge tanken. Warte mal, ich hole mal die Säge erstmal raus. Hey, hatten wir nicht eine Axt eingesammelt? Wir haben da eigentlich gekauft. Habt ihr die eine eingesammelt? Warte, warte, Ich warte. hab dir eigentlich die Axt eingesammelt, deswegen. Okay. Ja. Fall, müsste mal der Host die Sachen einsammeln. Die Sachen schneller Nö. nutzen. Kommt Ich da, habe nur kommt ein da gleich. Brecheisen. Ich habe auch halt nur ein Brecheisen. Ich weiß. Ich weiß Aha. nicht. Und Ich weiß nicht. jetzt? Holzstamm genommen. Wo haben wir? Ach, da irgendwo ganz am Arsch der Welt. Ist Wem sowas der wie Arsch Ehre der Welt? genommen? Hammer, Holzstamm verarbeiten. Arbeitsschutz. Oh Gott! Das Jetzt passiert, wenn kein ich mal andere Hand. Arbeitsschutz. Aua, meine Hand. Meine Eier, meine Eier. Deine OP-Maske im Gesicht. Wie ist das passiert? Was haben Ja, wir? Bretter. Hey Schatzi. Kleiner Stall gebaut. Wie geht's dir? Aber wo kommen denn jetzt die Bäume her? Ja, Hier. Manche haben Da halt einen hier. Stock im Arsch, ne? Und naja. Warte. Warte. Ach so, weil ich doch. Achso. Ah! Oh, das ist nervig. Man Das muss immer nervig. extra. Ja, man muss immer auf Hand gehen, damit man dann auch wirklich mit den Objekten Hä? interagieren Kling, du hast kann. die falsche Hand genommen. Ich habe aber zwei Hände. Muss ich auch anmachen. Das ist Nein, eine muss gute nicht, das Idee. geht so. I am müde. Ja, aber du darfst auch schlafen gehen, Hasi. Wenn du magst. Aber wo ist denn Oder du diese bist halt verdammte hier, das ist Axt, voll Leute? interessant. Ich wollte sie. Da hat er irgendwas gesagt, dass wir jetzt fällen sollen? Naja, wir brauchen immer noch Holzstämme, ne? Und irgendwie hier hinter der Garage liegt keine mehr. Das ist eigentlich genau das dachte ich mir gerade auch. Ah. Alles klar. Achtung. Alter, guck mal, wie stark wir sind. Timber! Oh. Oh Gott, da fallen ja gleich mehrere um. Ah nee, das hast du gemacht. Was habt Ja, ihr denn jetzt jetzt? nicht. Kann ich mich aber eigentlich aufheben? Ja. Nee, ich glaube, du Okay, kannst ihn man kann nicht. eintragen. Ja. Segen! Wir tragen Koffer, wir tragen Koffer. Scheiß Statisten, ey, nervenvoll. Wir tragen Koffer, wir tragen Koffer. So kann ich denn installieren. Wow. Wow. Achso. Ah, okay, warte. Du musst ein E drücken. Nee, man muss die Bretter hier wegnehmen. Ne, man Hier muss quer jetzt erstmal rein. anmachen. Oh nein, oder man nimmt es einfach Oh. wieder weg, so wie ich gerade. Oh. Der muss es Und jetzt, anmachen. Genau, und jetzt geht's. Wo sind jetzt die Bretter? ich hab schon Die reingetan. hat wenn wir sie schon Rinne packen. Na, King, dann beschickst du die Segel oder was? Kann ich machen, ja. Und wir tragen Koffer. Es ist schon Jo. dunkel, ich kann für nichts Am besten garantieren. einer Fell, zwei Fällen. Wie ist es denn mit der Lampe, Tim? L, Welche wie Lampe? Lampe. L wie Licht? Ach cool. Schau Uah. an. Alter, einfach Oh, ist Xenon das für ein Scheinwerfer in Nebelscheinwerfer, meine Alter. Fresse. Wir tragen Koffer, wir tragen Koffer. Warst du gestern eigentlich auch on? Ja. Wollen wir zu Optikzwecken einfach nicht gleich die ersten Bäume hier nehmen oder ist egal? Mir Vielleicht wachsen ist die erstmal nach. egal. Das ist das Tutorial. Das ist das Tutorial. Oh. King. Nee, eben nicht, das ist die Ranch. Ich dachte, das war das Tutorial. Nee, also das. Ich denke, der Anfang wird nur so angesetzt, dass es halt Tutorial-mäßig ist. Genau, Ach so, deswegen okay. erklär dir nur, wie was funktioniert. Ansonsten ist das, wo wir auch spielen werden. Okay. Es ist schon Glückstrupp. Ja, ich werde Ich demnächst hoffe auch schlafen mal, gehen. Ich muss ja morgen wieder raus. dass die Tür Das ist richtig rum richtig. ist. Das ist richtig.
Ja, gestern waren wir auch on. Wir haben das Oster-Event bei Phasmo gespielt. Aber nicht lange, oder? Weil 21 Uhr, keine Ahnung, wie spät. Genau, wir reißen jetzt die Hütte ab. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber es war tatsächlich nicht lange, ich glaube keine 2 Stunden. Ist das Ding denn jetzt richtig rum? Ach, hier oben. E-Tür öffnen. Ah, okay. Ah, dann ist das Ding falsch rum, oder? Ja. Ernsthaft? Ja. Nee. Also ja, okay. Obwohl, warte mal, doch. War ein bisschen komisch, weil es sieht halt echt aus, als ob von beiden Seiten bedient wird. Ah. Aber hast du mal was von oben her auf? Nee, nee. Du hast auf der anderen Seite hast du eine kleine Tür. Die sieht doch weiß aus wie eine Tür. Oh, da kommst du nicht rein. Nee, warte mal, du hast es. Warte mal, wie kommst du denn da ran? Warte mal. Bevor wir hier weiter irgendwie was sägen, wollen wir vielleicht mal das Großrenovierung machen? Nein, das bleibt alles so, wie es hier ist. Nee, wir haben gerade ein Problem, dass der Hühnerstall falsch rumsteht. Richtig. Oh, auch das. Jetzt ich glaube, die Hühner machen. Ich frage mich, okay, ja. Jetzt können wir mal ausprobieren. Wir haben ja jetzt nicht so viel reingesteckt. Kannst du mal gucken, wie es mit dem Abreißen geht. Was ob wir als ja rausbekommen, wenn wir es abreißen. Ja, mach. Okay, ich mache. Sind die Hühner draußen? Ja, eins ist, die bangen aber gerade irgendwie so ein bisschen rum, ey. Platzier mal einer den Schuppen. Den Hühnerstall. Ja, warte, ich gucke. So, warte mal. Ach, man sieht die Scharniere. Okay, das muss jetzt richtig rum sein. Hast du jetzt die Tür kaputt gehauen? Ich weiß nicht, ich räume auf. Also ich krieg die Hälfte raus. Du bist im falschen Haus. Okay, man kriegt immer die... Ne, aber hier müssen Sachen aufgeräumt werden. Ja, aber nicht hier. Geh ins Haupthaus, das Ding kannst du komplett abreißen. Ja, aber ich muss aufräumen. Wollen wir die Bretter erstmal hier liegen lassen? Ja, weil wir es wahrscheinlich oder, müssen. Warte mal, wollen wir die erstmal hier irgendwo hin stocken? Lass die uns in den Schuppen packen einfach. Wo ist denn der Schuppen? Ich kann das. Ja, genau hinter dir. Ich kann das Humor aufpassen. Passt da durch die Tür? Das geht gar nicht. Nein, wir passen durch die Tür. Ich kann nicht rennen, wenn ich das Ding in der Hand habe. So sagen wir so lagermäßig, dass das nicht haben erstmal. Ja, geht als Müll. Guckt mal. Freilebende Hühner. Weiß nicht mehr. Das muss man irgendwie reparieren oder so. Ich gehe jetzt Sachen kaputt machen. Tschüss. Yo, reiß die Hütte ab. Hey, alles ist einfach Müll in dem Spiel. Geil. Dann habe ich das richtig mitbekommen. Wollte nämlich als da dann los war reinschauen, aber war nichts mehr da. Nee, wir haben das Event gemacht und irgendwie so 2-3 Runden noch und dann haben wir auch wieder gelassen. Das Game bockt jetzt halt einfach nicht mehr so heftig. Also Radio. Mir wurde aber auch unter kein Stream angezeigt, nur die alten von Montag oder so. Okay. Hier fliegen oder Sachen durch die Gegend. Warum machst du so umständlich? Einfach das Erdgeschoss abreißen, der Rest erfolgt. Nee, das geht nicht. Du kannst nur reiße zuerst das markierte Dings ab. Du musst so ein bisschen von oben nach unten, außer die Veranda draußen, die kannst du komplett zusammenkloppen. Langweilig. Alter, kann mal bitte einer diese Musik ausmachen? Mir wird schon ganz schwindelig. Ja, ist ein Radio. Oder ich fliege hier durch die Gegend. Aber ich verstehe es nicht. Müssen wir das jetzt machen? Ist das richtig so? Ja, Dachboden abreißen, erster Stock abreißen, Erdgeschoss abreißen. Du willst das ganze Haus auseinandernehmen. Das steht auch als Aufgabe, siehst du doch. Haus abreißen. Ich kann ihn richtig lesen. Ich fliege hier durch die Gegend, weil die ganzen... Hilfe! Ich bin rausgefallen. Manche Sachen kann man abreißen. Okay, da hinten noch. Ich gehe nach hinten. Also ich glaube, das bringt nichts, wenn wir alle im Gebäude sind, weil bei mir laggt es massivst rum. Zuerst mal Kittel. Achso, ich schau schon weg. Okay. Also ich würde jetzt mich erstmal rausbegeben. Ich glaube, liegt daran, weil die ganzen Objekte durch die Gegend fliegen. Ich glaube, der ist ganz schön überfordert mit den ganzen Objekten, ja. Die ganzen Partikel, wo man auch selber... Die Finger runterfallen. Müllfeld. Okay, die Pfosten zählen als Müll, interessant. Der Pfosten hier, zählt als hier Müll. Zählt alles als Müll. Garbage.
Ich reiß das Fenster ab. Hier zerstören. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Schmonz. Es fängt mal wieder übrigens an zu regnen. Ey, komm, Digga, ich kann dafür nicht auch noch irgendwas programmieren wie in Minecraft. Wie heißt sie, die man mit Devil mitgespielt hat? Sabbel? Sabbel? Wenn Sabbel jetzt noch kommt, dann ist gleich wieder Winter. Wie viele können denn überhaupt maximal spielen? Waren das nur vier? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt soll der Rest, denke ich mal. Mir fallen dir Sachen auf den Kopf. Noch mehr. Zerstörung! Wir hätten noch so ein schönes Haus. Das Ding war Abfall. Hätten wir noch was draus machen können. Ja, Abfall. Der Kopf. Ja, ich denke mal, Abfall war es schon. Ja, und jetzt ist Mülltonne. Jetzt hat sich mein Spiel hier auch wieder ein bisschen beruhigt. Ja, ich glaube, das waren einfach ein paar zu viele Partikel. Wollte ich gerade sagen, da ist einfach zu viel durch die Gegend geflogen. Ja, ich bohrte mich auch teilweise in meinen Nähe. Ja, der leckt hier wie Sau, ey. Weg mit der Tür, weg mit dem Rahmen, mit dir. Okay. Oh. Ja, wir haben ja alles abgerissen, wirklich an diesem Haus. Ja. Sogar das Ding Glückwunsch. Das Ding hat ja nicht mal mehr ein Fundament, ey. Glückwunsch, du hast die Einführungsquest abgeschlossen und beherrschst nun die Grundlagen. Du kannst jetzt die Welt erkunden, zusätzliche Gebäude bauen, Tiere kaufen und züchten, neue Fahrzeuge erwerben, auf die Jagd gehen und deine Ranch erweitern. Weitere Details findest du im Glossar. Es ist Zeit, dein Gehöft in der florierenden Ranch auszubauen. Okay. Oh, mir fällt gerade auf, wenn man das Licht anmacht, hat man eine Stirnlampe. Ja, wo soll sonst das Licht herkommen? Ja, deswegen bin ich überrascht, dass es gibt Leute, da scheint ihm die Sonne aus dem Arsch. Was ist das hier eigentlich? Schmutz. Soll ein Brunnen darstellen oder what? Wo? Oh. Das hier so hinten. Ja, ja, guck mal den Brunnen sein. An. Ja, wow. Da drunter ist Rasen. Cool. Also ich bin jetzt kein Brunnenexperte. Mit der Scheune. Nix. Also, gerne eine Leere und völlig im Arsch. Riesenrehe! Ja, ich würde sagen, einmal abreißt. Ach, muss die Knarre erst laden, ey. Oh Mann, ey. Oha. Hab's. Nee. Doch, ich hab's. Ein Schuss, ein Treffer. Wo? In den Arsch. Okay, was mach ich jetzt? Ja, ja. Oh, ich kann's halten. Hey Leute. Wir haben Fleisch. Oh, man kann nur ein Fleisch tragen, oder? Oh fuck. Ja. Ja, toll. Was machen wir jetzt mit dem Fleisch? Können wir euch verkaufen oder so? Bei mir backt's auch nur ein bisschen rum. Also ich glaube, das Abreißen ist für mich erstmal nichts, weil mein Rechner kommt damit irgendwie nicht klar. Beziehungsweise kommt er mit dem Brecheisen nicht klar. Und so viele Polygone. Auto gepackt. Okay. Weiter. Ah, okay. Dann reißt zuerst das markierte Objekt ab. Ja, und dann welches Objekt? Große, ja, hier ist nichts. Vielleicht so ein Rahmen oder so. Ach, musste man von außen. Ist das bescheuert. Jagen. Benutze dein Gewehr, um wilde Tiere zu jagen. Transportiere ihr Fleisch zum Laden, um es zu verkaufen. Genau. Ich suche gerade das letzte Schnitzel. Ich hab. Fuck. Und was ist, wenn ich mir lieber selber was kochen möchte damit?
Yo, oh, Alter. Da, ich hab's gefunden. Jetzt ist einfach komplett zusammengebrochen. So, Landwirtschaft. 5 Uhr morgens. Perfekte Uhrzeit für Farmer. Ja, also das mit dem Pennen nervt mich so ein bisschen. Ich hab gern anständig Licht in meinen Spielen. Naja, ja, vielleicht können wir uns noch Zelte extra holen. Oder wenn wir vielleicht eine Hütte bauen oder sowas, dass wir dann vielleicht alle darin pennen können. Es ist einfach weg. So, also ich bin gerade im Glossar und da steht Schwanz. Landwirtschaft. Auf der Ranch stehen dir 3 Parzellen zur Verfügung, die du bestellen kannst. Du musst die Parzellen für jede Nutzung kultivieren, bevor du aussehen kannst. Mit dem Traktor bestellst du das Land, verteilst die Samen und den Dünger und transportierst das geerntete Getreide in einem Getreideanhänger. Mit der Erntemaschine kannst du die verschiedenen Feldfrüchte ernten, indem du den entsprechenden Vorsatz einsetzt. Sobald du Feldfrüchte geerntet hast, kannst du die Erntemaschine in einen Getreideanhänger entladen. Ausrüstung und Anbaugeräte können im Baumarkt gekauft werden und an der Maschine befestigt werden. Du kannst das geerntete Getreide in einem Getreidespeicher einfüllen, um deine Nutztiere zu füttern. Also wäre jetzt das Schlauste, wenn wir erstmal gucken, dass wir irgendwie Getreide anbauen. Oder sehe ich das falsch? Ich habe eher die Sorge, dass wir noch gar nicht so das Geld haben. Weil du brauchst Maschinerie und so alles und das macht ich glaube, mit dem Quatsch unser können... Geld. Also Tinksy sagt, wir sollen unseren Samen verteilen und auf Pro7 Max kommt ein Conan-Film. Detektiv Conan. Ach, Detektiv Conan? Okay. Also die Felder, würde ich sagen, sind hier vorne, oder? Das sind die 3 Parzellen hier, oder? 1, 2... Grafikalisch kickt das ja richtig rein, ey. Ja, die sind auch so flackern? Ja, aber übel. Das kann ich wohl sein. Die Parzellen, die sind hier vorne. Option, also ich hab's bei mir nur auf hoch gemacht, weil das sind hier vorne. Ich hab keinen Bock, dass einfach ausrastet, weil es wahrscheinlich gar keinen Unterschied macht. Da, wo der Ranch-Eingang ist, da, wo die Straße lang geht. Jetzt hat er sich wieder. Hier sind die 3 Parzellen, ja. Aber es ist halt die Frage, ob wir das auch von Hand quasi anbauen können jetzt für den Anfang oder ob wir gleich mit den Maschinen starten müssen. So anbauen und ernten, meinst du? Ja. Ich habe ja Sorge, dass das mit Maschinen nur gemacht werden kann. Oder ob wir sagen, wir bauen uns erstmal unsere Häuser, bloß da ist natürlich die Frage, was brauchen wir wieder für die Häuser? Ja, Holz. Soll ich mal mit dem Quad zum Baumarkt fahren und gucken? Na warte mal, ich kann ja mal gucken. Großer Hühnerstall, weil man hat doch bestimmt hier so... Ah, hier steht's ja. Hier ist, oder? Hier kann, guck mal. Farmhaus Fertigbau 2. Holzplanke, Zement und Metall. Also die 2 Ressourcen, auch anscheinend die einzigen Ressourcen, die wir brauchen. Oder müssen wir uns jetzt erstmal mit Jagen quasi Geld... Ich denke mal so Jagen, beziehungsweise mit den Hühnern, wenn wir so Hühner, viele Hühner haben, mit Eierverkauf und so alles. Das wäre auch... Das könnte man so halt machen. Beziehungsweise andere Farmtiere halt. Dann bringe ich jetzt erstmal das Fleisch zum Laden. Ich frage mich halt auch, ich frage mich auch mit dem Holz, ob Holz irgendwie selbst wieder angebaut werden kann und so, weil irgendwann sind wir ja schon ziemlich viele Bäume weg. Nicht schlimm. Zwei Stück ist was mit 2 Zimmern, 2 Stück ist was mit 4 Zimmern. Läuft mit Benzin, ist nicht schlimm, dass keine Bäume da sind. Warte mal, ich Bäume doch noch aufreißen. Wir müssen ja fürs Benzin sowieso nichts bezahlen. Kann aber ein Dollar was. Doch, ein Dollar. Ein Dollar pro Liter. Ja, aber da war ja niemand, wo wir bezahlen konnten. Aber es wurde dennoch es wurde abgebucht, Dauer. Hast du nicht dennoch die minus 1 Dollar gesehen? Also wieder Thema EC-Kartenzahlung. Genau. Bargeld wird abgeschafft. Oh, ich sehe gerade, man kann so eine modulare Scheune bauen. Man hat eine Frontseite, eine Rückseite und ein Mittelstück. Das heißt, wir können so fast unendlich lang machen. Das ist nicht schlecht. Uns. Aber wir haben nur 4 Auswahlen für Farmhäusern. Also wir könnten wahrscheinlich mehrere Häuser bauen, das ist nicht das Problem. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht, weil hier steht auch was mit Zimmern. Da gibt es eins mit 2 Zimmern, eins mit 3 Zimmern und eins mit 4 Zimmern. Und ich denke mal, wenn man ein Zimmer hat, kann jeder sich dann hinlegen. Es ist halt die Frage, ob ich das auch an meinen... Bist du fleißig am Abreißen hier? Ja, ich dachte, das ist ein bisschen hässlich. Dings hängen kann. Ja. Und dein Dings hängen kann?
Soll ich mal versuchen, also wir hätten jetzt 1100 Dollar. Soll ich mal versuchen, so einen Grubber zu kaufen? Und wen? Na, so einen Grubber zum Felder umgrubbern. Und erstmal versuchen, ob ich den anhängen kann. Mein Gott. Ja. Die Garage kommt mir erstaunlich bekannt vor irgendwie. Haben wir denn irgendwo Bienenkästen? Dass wir schon mal mit Bienen zum Beispiel anfangen, weil die brauchen ja eigentlich nichts, oder sehe ich das falsch? Ey, die wollen mich doch verarschen. Wisst ihr, was die Garage ist? Na? Das ist die erste Lobby von Phasmo. Das Ja. ist einfach die erste Lobby von fucking Phasmo. Ohne Scheiß. Hat hier uns hier, unsere Garage hier? Ja, unsere Ja. Garage. Guck doch, die erste Lobby. Hier stand dann immer der Wagen vor. Hier war die Tafel und sowas. Hier stand dann noch das Regal. Das ist die erste Lobby. Hier ist dann noch das Sofa. Hier in der Ecke war der Spind. Hier hing der Korb dran. Das ist die. Digga! Ja, finde ich Alter, geil. jetzt kommt's raus. Wir sind im gleichen Universum wie von Phasmo. Ist so, zack, hier gibt's Geister. Scheiß, die waren dran. Ja, cool. Beim nächsten Update so Geisterhunting. Hey, wir haben es eigentlich als Lager. Okay, warte, dann hol ich die Holzbretter hier raus. Warte mal kurz. Wir haben sie eigentlich hingelegt, weil wir dachten so als Lagerhalle dafür. Dann packe ich sie neben den Hühnerstall. Bin ich immer gespannt, ob ich das Ding da in das Quadrant kriege, wa? Rums. Ich habe mir mal ein bisschen was draußen geguckt und mir fällt auf, hier kann man seinen Ranch-Namen ändern. Cool. Und? Ja, hier vorne, hier so ein Schild wie so ein Parkding, aber da steht ja nichts drauf. Ich weiß nicht, ob King da irgendwas eingegeben hat schon. Naja, Wahrscheinlich nicht, wenn da nichts BSD. draufsteht. Ich weiß ja nicht, Ja, ob man wieso? ja schon vielleicht am Das sind Anfang. die BRSD Ranch, habe ich gesagt. Aber hier steht nichts drauf. Na, er hatte nur den Online-Dings hier, den. Also die Lobby ist wahrscheinlich dann. Schreibt bestimmt Cat jetzt das rein. Ja, aber Und? das Richtige. Sehr schön. Nice. Also, wir haben jetzt so eine Ranch. Jetzt können wir uns alle bei Bauer sucht Frau bewerben. Oh Gott, nee. Wir sind aber eine Ranch, keine Bauern. Aha, genau. Alles klar, Bibi, schlaf gut. Bis morgen. Außerdem ist Das das eher Stück Vieh. amerikanisch angehaucht, darum Amerikaner machen so blödsinnig. Ach, komm, hör auf, Junge, was die noch für Schwachsinn machen. Ja, aber nicht so ein Puh. Schwachsinn. Anderen Schwachsinn. Ja, aber nicht so ein. Jo, jetzt reißt ihr ja gerade fast alles ab hier. Was ist das hier? Hier ist eine leere Kiste. Naja, wir Ja, können das mit ist den der Sachen sowieso Eierkorb. nichts Ach machen. so. Okay. Ich Aber habe wir auch haben den halt Brunnen keine abgerissen. Eier. Das hast du abgerissen? Den Ja, Brunnen. der war ja sowieso zu nichts zu Oh gebrauchen. Gott. Dafür gibt es aber auch Ja. einen anderen. Hey, Giro. Genau, Shiro. Nee, Schatzi, ich Ja, suche nicht. Shiro. Ansgar, hast du jetzt auch Zement gekauft? Ich habe meine Nee, Bäuerin. ich bin Mach mal die gerade erst Tasten mal durch. dabei. Oh Gott, Zu Faust. gucken, ob ich das Ding dran kriege, aber ich kriege das Grubbergerät nicht an, das Quadran. Ja, sonst komm kurz zurück, dann lad Dann mich ein und dann funktioniert's. hole ich, nehme ich das Ding mit oder so. Nee, wir kriegen den ja gar nicht bewegt ohne Traktor jetzt theoretisch. Ja, dann müsste man einen Traktor holen. Ne? Dann ist das schon Ein wirklich so, dass man so. Trucker. Dann ist Kacke. Farm, also richtig Farm. Was war das? Was war das denn? Was denn? Da hast du Nee, gekracht? klang so laut. Ich Wie habe sein also Huhn gerade raus. Brauchen wir Gehört. Zement? Das war aber nicht ganz so Ja, laut. für viele Sachen brauchen wir Zement. Wie viel Kilo denn? Alle. Ja. Es gibt 50 für 250 oder 5 für 25. Hey, Giro. Also Ist die Frage, wie viel wir aufladen können. wir brauchen auf jeden Fall Zement für ziemlich viele Sachen. Fürs Also, Haus, für Brunnen, für sowas halt. wie viel Sponsen. Zement gibt Die der denn an, dass wir Gewichtsangabe war kommen? jetzt nur zwei Schweine und Ziegen. Wirklich, das war die Gewichtsangabe bei diesem Fahrzeug. Okay. Für den Brunnen brauchen wir zum Beispiel 20 Zement. Okay, also kaufe ich schon mal für den einen 50er Sack und für das andere Zeugs. Jetzt die Frage, welches Haus Ja. wollen wir denn nehmen? Wollen wir das mit den vier Zimmern? Dann könnte es wahrscheinlich jeder ein Bett benehmen. Aber wir können uns bloß zwei Sack leisten, weil so dann haben wir kaum noch Geld.
Okay, okay, Aber dann brauchen machen wir nicht vor. irgendwie. Ich verstehe das alles nicht. Okay, Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, das für den Brunnen ist schon mal höchste Priorität, weil mit den Hühnern können wir uns Geld verdienen. Genau. So wie es so wahrscheinlich mit dem Jagen, dass wir hier durch die Prärie rennen und die Rehe Also, oder so erschießen. Ansgar, hast du Oho. irgendwie geguckt, dass du das Fleisch verkaufst oder verkaufen Ich kannst oder bin, so? also ja, ich bin jetzt erstmal beim Baumarkt. Weil ich dachte, Aber der Baumarkt ist oben. wir können ja nicht unendlich irgendwelche Viecher schießen. Wir brauchen dafür ja Kugeln. Ja, Das das ist nämlich stimmt, die ja. nächste Frage. Dann müssen wir irgendwie. Ist hier irgendwo ein Walmart? Wir brauchen Waffen. Ne, wir wollen ja So wie bei sonst einfach nur Camping einen Hero, die sind einfach Automaten. die sind einfach im Automaten. Ja, wir brauchen einfach nur einen Ja, auch das. Automaten, das reicht. Nur so. Geil, Alter, wir können rennen, rennen, rennen. Wir haben keine Ausdauer. Jetzt kommt hier Nebel. Was ist denn das für ein Wetter hier? Beschissen ist. Jedes Keine Wetter. Ahnung. Einfach ja. Es ist jedes Wetter. Und wie ist das Wetter morgen? Jedes. Nee, nee, du musst einfach nur sagen, ja. Einfach nur ja. Ist aber irgendwie schon weird. So. Wir müssen auch aufpassen wegen dem Sprit und der Säge. Komm ins Knie, Ich ey. fahre dann noch schnell zum Laden und boah, Alter, dieses Go-Kart, wirklich, es ist einfach nur Das fährt wie assi. Schwanz. Ja. Also es ist ja wie wenn du Schlittschuh fährst auf der Öllache. Ich fahre jetzt schnell das Fleisch verkaufen. Jo. Dann komme ich wieder zurück. Wo war das Verkaufen? Auch auf dem. Keine Ahnung. Wir haben noch nichts verkauft. Das Hier gibt es einen Jäger. war doch bei dieser, das war doch bei dieser Toller, wo man die Tiere kaufen konnte. Ja, da muss ich das Fleisch in den Bereich draußen hinlegen, oder? Ne, ich dachte in den Nebenraum. Hat sie nicht irgendwas vom Nebenraum gesagt? Aber da komme ich ja nicht rein. Halt die gedrückt platzieren. Ich probiere es erstmal. Ich steig bei dem Spiel noch nicht so ganz durch. Tun wir alle nicht. Kaufen. Ja, ich muss das draußen hinlegen. Oh, Wildfleisch gibt ja massivst viel Geld. Dollar. $5. Wow. Oh, jetzt habe ich. Warum habe ich denn jetzt den Zementsack aufgenommen, ich Trottel? Na, wie viel gibt's denn dann ungefähr? Warte, 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 warte. Nicht viel. Warte, warte, warte. Warte, 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 ich leg mal das Das andere ist halt dahin. Definition, wenn der sagt, 1 Dollar ist scheiße, wo auf jeden Fall vielleicht auch 20 Dollar scheiße. Eh, verwenden. Ich verkaufe 3 für 15 das Stück sind 45. Nein, nein. Geht also relativ. Ich kann man es auch irgendwie Ja. verarbeiten. Ja, dafür brauchst du aber auch wieder die Geräte. Ja, auch wäre. Gut, dann komme ich jetzt erstmal mit 2 mal 50 Kilo Zement zurück. Ja. Das heißt. Aber das ist ja nur so ein Wassertank hier, das der gelbe nicht war. Ja. Das heißt, wir müssen sowieso in den Brunnen machen, dass wir dann unendlich Wasser kriegen. Dann sollte das unsere erste Priorität sein. Ja, ich mal gucken. Ja, Jetzt guck haben mal, wir es scheint noch die hier ein. Sonne. Was ist denn jetzt los? Oh, man kann auch das eigene, also selbstfrei sein Haus bohren, wenn man möchte. Ja. Okay. Man kann ja so vergefertigt, da gibt es hier noch irgendwas, was. Hier Scheunenbox. Stolz für den Einbau in die Also, Scheune. wenn Tim da so steht, dann sieht er aus wie so ein scheiß Prediger, Alter. Wir haben uns hier versammelt, um. Haben wir denn Ja. schon ein Bringen das Wetter Dings so. Schönes Wetter. für den Brunnen? Wir haben uns jetzt noch keinen Ort ausgesucht, nein. Nee, aber Ja, machen wir ich habe irgendwo Hilfe hier gefunden, wo wir den vorne. Brunnen haben. Machen wir irgendwo hier vorne. Wie heißt das Wort? Zentral. So hier? Ja, warum nicht? Ja, dann let go. Let it Guck mal gerade. go. Let it go. Butterdruck, Wasserdruck. Lampe.
Vorratsbehälter für fertig. Käse. Wir haben eins Brunnen. Oh, gibt es einen Vorratsbehälter für Fleisch? Wird für die Fleischproduktion verwendet. Ja, halte gedrückt, Spinnen beginnen. Wow. Okay, hier gibt es ein Bett. Das funktioniert nicht. Dann der Bienenstock, Honigschleuder. Ach du Scheiße, Holzständer. Förderanlage. Förderanlage zur Gewinnung von Öl aus aktiven Ölvorkommen. Ja, okay. Ich höre die Amis schon wieder im Hintergrund. Meiner ist los. Wir sind die Amis. Fuck hey, yeah. Aber mal so gesagt, für diese Ölförderanlage brauchst du 20 Zement und 20 Metall. Ja, schüttel ich einfach aus dem Ärmel. Armener. Ja, Metall gibt's im Baumarkt. Ja, und Zement gibt's eigentlich in meiner Hose. Ich habe eine Stahl. Ach, egal. Philodendron. Okay, Wandbild. Was ist denn eigentlich mit dem Futter? Holen die Hühner sich da das Futter weg? Weiß ich nicht. Ich hab den jetzt erstmal wieder Wasser geholt. Oh, richtiges Pissewasser. Man kann Gewächshäuser bauen. Das ist auch nicht schlecht. Man kann halt hier zu diesem Haufen gehen und sagen, entfernen, aber ich weiß nicht, was er dann macht, ob er es einfach wirklich nur entfernt oder ob man es dann wieder entfernt hat. Ich glaube, er entfernt es einfach nur. Ja, das wäre komplett kontraproduktiv. Ja, das ist korrekt. Aber es gibt zum Beispiel einen kleinen Futtertrog, der kleine Trog, der für Hühnerställe geeignet ist. Wollen wir uns den mal bauen? Soll ich den mal platzieren? Das sind 6 Holzlatten, also das ist jetzt nicht die Welt. Nee, Latten. Ja, ist aber mega dumm. Wie sollen wir denn die Häuser bauen? Wasserdruck, kleiner Futter. Also entweder machen wir so ein Fertighaus, um es schnell zu haben, oder man macht dann wirklich so selbst sich so Design. Aber aber zum Selbstdesign ist noch ein bisschen aufwendig. Kann ich jetzt aus dem Wassereimer, dass wir jetzt irgendwie den Wassertank dann reinkippen? Oh mein Gott. Ein Gewächshaus. Weiß nur nicht wie. Ich kann nur drücke loszulassen, halte gedrückt und platzieren. Na, geh mal her. Muss ja auch zum Wasserdruck gehen, ne? Ist klar. Ich kann da nur aufheben drücken, steht da. Ne, lass mal den Eimer fallen. Guck mal, ich kann hier ein Beet bauen. So. So, mit Wasser gefüllt. Ach, du hast das. Ah, du. Ach so, ihr habt die Troge gebaut. Genau, den Trog. Ah. Und ja, was jetzt mit dem Futtertrog ist, ich Tröge. Bin. Tröge. Der Haufen dahin ist jetzt weg wahrscheinlich, ne? Jo. Aber ich habe jetzt mich so gefragt, so, wie das jetzt ist mit der Wasserversorgung sich, ob wir jetzt immer zum Brunnen müssen und dann den Wasservorrat hier in den gelben Tank wir Holz. Wie aufhören müssten. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Klopp mal. Wir können Holz mehr? Nee, das. Wir haben jetzt alles schon verballert. Okay. Halte E gedrückt, Spinnenbeginn. Was? Halte gedrückt E, Spinnenbeginn. Ja, aber du musst nicht auf das Ding zum Drehen, sondern in die Mitte da. Naja, ich gucke, sie ist gerade, aber. Okay. Oh mein Gott, Alter, ich bin übelster Holzfäller, Armener. Zickzack. Wir tragen Koffer, wir tragen. Ach, kriegt man dann immer einen neuen Eimer? Ja, scheiß Statist, nee. Nein, das ist der Eimer, den wir schon vorher hatten. Du musst ihn halt Oh mein Gott, man muss jeden Baumstamm einzeln dahin schleppen, ist das ja. Ah, okay. Sinn. Mal gucken, wie voll ist denn das Ding? Ja, das ist ja perfekt. Dann stelle ich ihn mal da beim Wasserdruck hin. Ja. Gut. Ja, das heißt aber auch, wir müssen bald wieder Futter für die vergurkten Hühner holen. Haben wir denn schon. Ja, sollten vielleicht schon, weil es da noch kein Futter drin ist. Ja, aber wir kein Futter mehr haben. Der liegt auf der Wiese, ne? Ja, nicht mehr. Achso. Das haben die schon aufgefressen, ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, oder hat da irgendeiner drauf gedrückt oder so? Nee, tatsächlich nicht. Ich hab nichts gemacht mit dem Futter. Nee. Das war dann, also als ich die gebaut habe, habe ich geguckt, ob die noch da sind, aber da war das schon weg. Okay. Ist natürlich auch die Frage, für was, wie viel kann man Holz verkaufen? Höchstwahrscheinlich noch weniger, höchstwahrscheinlich für 5 Dollar oder weniger. Ein Brett. Sonst naja, kann ich auch, soll ich mal kurz losfahren und gucken wegen Futter? Und das bringt ja nichts. Jo. Ja, müssen wir ja.
Dann guck mal, ob wir. Warte mal, stopp. Warte mal, nimm mal zwei Bretter mit. Oder, warte. Nimm mal Warte, wir zwei haben auch Bretter noch mit. ein bisschen Fleisch. Wir haben noch, ich habe noch mal was erlegt. Oh, sehr schön. Dann komme ich nochmal mit. Hast du noch was darunter? Also, Ja, es okay. liegen noch zwei Stücke. Mach mal die Klappe hinten auf, bitte. Meinst du, ob wir das Holz verkaufen können oder wo? Ja. Weil beim Baumarkt gab es so eine Fläche, wo du, also die Kauffläche ist auch die Nee, komm Verkauffläche. mal. Nee, wollte ich gar nicht. Ich will auf dem Beifahrersitz. Gut, dann. Ich komme einfach mal mit. Ich will da auch noch ein bisschen was gucken, was man da so noch holen könnte. Oh Mann, ey. Gucken wir mal. Musste klicken, dann. Oh, ich kack mich an. Baumarkt Wie war, glaube schon. ich, dann hier runter, ne? Baumarkt ist Tagesanzeige. unten durchs Dorf Ja, im durch. Tal quasi. So, wie langsam die fahren, Alter. Die können auch zu Fuß gehen. Tschüss. Außer oh, schön, es fängt wieder an zu regnen. Hat mal 15 Uhr, voilà. Könnte man alle, aber verkaufen konnte man jetzt nur bei ihr oder wie? Also Nee, da habe ich das Fleisch verkauft. die Holzbretter kannst du bestimmt hier verkaufen. Beim Ich ja? Baumarkt. Denke ich mal. Das Wo steht genau? ja. Ja, weil das Weiß ich sieht nämlich nicht. aus so, dass du hier deinen Einkauf rauskriegst, aber Nee, du deswegen kannst mein. beides machen. Okay, dann leg mal die hier hin. Und Liegt. gucken. Gucken wir mal, ist das wahrscheinlich am Automat oder so? Ja, Ja, hier am Automat. am Und dann musst du Computer. oben mal gucken, da gibt es den Reiter verkaufen. Ah, Kaufen verkaufen. Holzplanke, kriegst für eine Planke 2 2 Dollar. Dollar. Alles klar. Yay. Ah, jetzt guck. Das Ernte. reicht nicht besonders viel. Nee. Deswegen. Gut, hier wirst du Wenn. wahrscheinlich das Futter nicht bekommen. Manueller Fleischwolf. Manuelle Wurstspritze. Ja, aber das ist wieder die Frage, was du alles brauchst, um Wurst zu machen. Ja, Ja. das müssen wir Fleisch. tatsächlich. Naja, Ja, und aber. wahrscheinlich dann noch irgendein Zusatz oder sowas. Noch mehr Ist Fleisch? natürlich die Frage natürlich, wenn wir jetzt das Wild verschieben und wenn wir jetzt einfach durch den Fleischwolf jagen, ob das dann am Preis oder am Wert steigt. Das ist halt Hack, ne? Es hat einen Hack, schon verarbeiteter Hack. Also man Ja. könnte auch verkaufen. Ich weiß aber nicht, wie Oh, ich das diese hier. Säge, wirklich. Aber aus Hacke Peter wird Kacke später. Das ist durchaus richtig, ja. Okay, da reißen aber nichts mehr. Komm, wir müssen vor der Kauf. Das kostet aber 200 Dollar, das ist ein bisschen furchtbar. Das kostet 200 Dollar. Na, so ein Fleischwolf. Also Prosti Handbetriebener. die Prostituierte, die wir hier gefunden haben. Nennt sich Fleischwolf. Einmal. Genau. Bei manchen Frauen ist es Weißt tatsächlich du, so, was als würdest du ihn in den Fleischwolf stecken. Was ist das denn für ein Ja, Supermarkt da habe ich gewesen? gemerkt. Ach, Best Burger war da. Oh! Kann man vielleicht da das Fleisch verkaufen, das kriegt man mehr? Wollte gerade sagen, guck doch mal, was wir da verkaufen können. Genau, dreh mal um. Ob man da verkaufen oder nur Essen kaufen kann. Aber ich denke, man kann verkaufen. Wo war das? Hier rechts runter. Da war da links da diese komische Fläche da ist. Also geradeaus und dann gleich hier links. Da, Ah, Best okay. Burger. Gucken wir mal. Nur das Menschenfleisch, das Burgerfleisch. Wir können respawnen, da können wir unendlich. Digga, ist das Machen wir so ein Stück mit hier rein. ätzend. Weiter hier, der Boom. Ich Hier vorne, kack wie das? mich Zurück auf Kamin. voll. Oh, hier kannst du wirklich verkaufen, Alter. Erforderliche Produkte: Wildschwein, Rinder, Frikadelle, Ei. Wir haben Wildfleisch schon. Wildschwein, Rinder, Ja. Frikadelle ist aber auch ein wilder Mix. Oh, Preismultiplikator 1,4. Das heißt, Also, hier wenn wird. ich jetzt hier rangehe. Ja, Ja, da und steht steht hier: eine. Wildfleisch kriegen wir 21 Dollar pro Stück. Na, dann fahren wir jetzt immer dahin. Ja. Ja, dann holen wir mal den Rest. Mein Alter, man läuft ein bisschen. Man läuft schon so ein bisschen besoffen, ne? Ja. Digga, ich renne hier nur hin und her die ganze Warte Zeit. kurz. Ich werde So, komplett wie groß ist die Nummer hier? 63 Dollar. Wir haben jetzt noch 329 Dollar. Ich
bei dem was kaufen? Oder? Ich glaube, der ist tatsächlich nur so da. Hier kann man gar nichts kaufen. Ich finde den Laden auch ziemlich dunkel. Der ist überhaupt nicht beleuchtet. So 0%. Ich finde auch geil, wie will der Burger verkaufen, wenn er nicht mal eine Bratmaschine so hier hat? Der hat einfach gar nichts zu machen. Meinst du, er hat kein Bratwurst-Bratgerät? Das richtig, das hat er nicht. Er hat ein paar schicke Monitore hängen. Ach, guck mal, ihr kannst du den ersten angucken. Kriegst du keins. So, jetzt suchen wir mal nach Tierfutter, also beim Autohaus. Oder Laden. Autohaus? Aber... Na, oder beim Laden oben. Hier fahren wir mal zum Laden hin. Ich glaube, beim Laden waren wir noch gar nicht, oder? Doch, doch, da waren wir einmal. Ich weiß nicht, was hatten wir? Da haben wir noch die Hühner gekauft. Okay, ja, dann waren wir da. Ich denke, die wird dann auch dafür zuständig sein, dass wir Futter für die Viecher haben. So, dann frage ich mich natürlich, was beim Jäger da hinten ist. Aber wo kriegen wir denn jetzt Saatgut her? Ja, das war hier. Beim Laden. Wir gucken einfach. Meine Tür auf, Bitch. Ich höre es wahrscheinlich hier auch beim. Okay. Tiere, Futter und Wasser. Hier steht nichts drin. Das ist ja toll. Ich gucke mal. Wassertank, Feuer. Hier ist ein Sack Weizen. Hier kann man auch den Fleischwolf kaufen. What the fuck? Warte mal, ich kann mal. Ich denke, dass der Sack Weizen ist das Futter, oder nicht? Ja, stimmt. Der Sack Weizen ist das Futter. Na gut, dann. Und hier kannst du auch das Saatgut kaufen, wie es immer. Oh Gott, je nachdem, was du kaufen willst. Ich furze, er sagt, oh Gott. Ist aber ein Punkt. Pineapple, Ananassamen. Was kostet ein Huhn? Ein Huhn kostet $50. Das sind zwei Eier. Ich sehe die Eier. Kostet 250. Oh Gott. Wo bleiben jetzt die Linken, die sich darüber aufregen können, dass das Männchen. Du hast das Ei kaputt gemacht! Wie dumm, Tatsache. Ja, du hast es fallen lassen, ist doch klar, was passiert. Na, wie kann ich das denn in den Korb machen? Weiß ich nicht. Okay. Gut. Wie wir das halt, vielleicht irgendwann raus bin. Okay, so, wir haben jetzt eingekauft. Ja, okay, ich gucke. Haben wir einen Hahn? Nein, ich habe keinen Hahn gekauft, der kostet $250, Mann. Da haben wir gar kein Geld. Aber dann müssen wir die Hühner ja selber befruchten, die Eier selber befruchten. Wieso? Das Huhn selber gebraucht. Viel Spaß dabei. Ja, weil ich mehr Hühner will. Wir machen hier Kentucky Fried Chicken auf. Ja, aber um die Frauen zu beglücken, brauchen wir Geld und das haben wir nicht. Merkst du selber. Ja, aber wenn wir Kentucky Fried Chicken haben, dann können wir die Frauen mit unseren Buckets beglücken. Bitte rede nicht weiter. Bitte rede nicht weiter. Hast du eigentlich als Fahrer eine Tankanzeige eigentlich? Ja. Wie viel hast du noch drin? Hälfte ist alles. So. Die Hälfte ist noch, okay. Ja. Aber im Kanister ist auch noch was drin. Ja, naja, wir müssen ja auch die Säge betanken, weil ich gucke gerade bei King's Stream und die Säge ist auch nur noch bei ein Drittel. Ein Viertel. Oh. Ja, ich frage mich, ich müsste schon einmal noch betankt. Oder wir machen keinen Kentucky. Fick dich doch in dein Knie in dein Arsch, alter Mann. Das ist aber ein sehr langer Name. Ja. Weiß nicht, ob das auch schön war. Alter, das muss man klippen, das ist eine geile. Oder wenn wir kein Kentucky Fried Chicken machen, dann machen wir Pasadena Putenwiener. Geiler Drift. Finde ich auch gut. Danke. So, oh, was ist das hier? Nein, keiner mag meine Ideen. Doch, die sind super. Wir sind auch überhaupt hier, okay. Alle hier und spielen mit dir. So, und hier hinten haben wir jetzt auch noch Weizensamen. Jetzt steht auch da oben, jetzt sehe ich gerade bei der Uhrzeit, dass da der Ranch-Name jetzt steht. Jetzt die Frage, wie viele Hühner passen eigentlich in so einen Kasten rein? Acht. Stand mit bei, jetzt wenn er gebaut wird. Oder wenn er gefahren wird. Ich glaube acht oder fünf. Oder beides. Na gut, ihr habt jetzt bloß zwei mit bei, oder? Ach fuck, jetzt weiß ich, was ich mal gucken wollte. Aber ich habe nichts gesehen. Ich wollte eigentlich gucken, ob man irgendwie Zelte kaufen kann. Irgendwie, dass man mehr Zelte haben kann. Ja, ihr habt ja Weizen. Ja, habe ich doch gesagt gerade. Was machen wir damit? Na, die Hühner füttern. Im besten Fall irgendwie anbauen. Ich habe auch keine Ahnung, wie. Na, vielleicht in dem Blumenbeet? Das Beet, ja. Ich kann hier nichts machen. Es ist jetzt nur pur Blumenbeet, weil es gab ja sowas mit Gewächshaus und da gab es riesige Beete auch noch in verschiedenen Formen, Größen. Ob man jetzt wirklich so ein Anbaubeet braucht und dass das nur für Blumen gedacht ist. Also Futter ist aber voll 7 von 7, ne?
Ja, habe ich auch gerade voll gemacht. Okay. Oder müssen wir. Gekauft. Dann müssen wir mit dem Zeug hier hinten zu den Feldern. Ich hoffe, die Hühner haben sich jetzt nicht gerade hier verbockt. Die stehen ja so komisch. Schwarz. Naja, vielleicht hätten wir vielleicht die Tröge ein bisschen weiter wegstellen sollen. Vielleicht haben die damit ein Problem. Oder wir brauchen halt zum Aussehen von dem Weizen brauchen wir halt diese Maschine. Und müssen die Maschine damit befüllen. Jetzt bewegen sie sich auf einmal. Irgendwie haben die da ein Problem mit der Hinsicht. Ja, wo ist jetzt? Wäre jetzt so meine Idee. Dass wir die Maschine mit dem Kram befüllen müssen, damit die dann halt aussät. Aber was kann man denn in die Felder reinpacken? Aber es gibt. Aber warte mal, jetzt muss ich mal selber nochmal gucken. Es gab. Oh, warum muss ich jetzt so komisch hochziehen? Sowas mit Gewächshaus. Da sind auch die Beete drin. Kleines Beet, ja, großes Beet. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung, aber vielleicht wird da kein Weizen angepflanzt. Ich habe das einfach mal in die Garage gestellt. Achso, dass du eine bestimmte Früchte da einbauen kannst. Genau, Schwanz zum Beispiel. Oder man muss irgendwie vielleicht alles in ein Gewächshaus drin haben, man dafür kann das nicht einfach draußen stehen lassen. Oh, ich würde so gern einfach meinen eigenen Scheiß anpflanzen, Alter, das wäre so geil. Das wäre so cool. Machst du doch. Ja, aber auf dem Balkon. Das ist, ja, kannst immer. Also, weißt du, wie anstrengend das ist? Ich hätte gerne einen richtigen Garten, so richtig schön, einmal umflügen. Das ist auch anstrengend. Gab es bisher ja, nur ein Ei, anders. Oder? Ja. Die anderen sind gefallen. Alle. Wo sehe ich denn also, eigentlich? Stellst dir einfach ein Gewächshaus in deinen Garten, dies, das, Ananas. Oh. Brauch einfach nur ein Grundstück. Ich stelle mir dann ein Zelt hin und pflanze einfach nur ganz viel Scheiß an. Ja. Man muss auch die Hühnerkacke wegmachen, ne, übrigens. Ach, Hühnerkacke. Die kann man bestimmt wieder als Dings benutzen. Düngermeister. Die kannst du einfach nur entfernen. Okay. Ich weiß, dass es einen Komposter gibt da. Das habe ich vorhin gesehen. Es ist dunkel. Richtig. Vielleicht hätten wir irgendwie so Lampen holen sollen auch. Ups, nein, ja, ich wollte das nicht wecken. Wovon denn? Wir haben ja keinen Wohltäter hier. Also wir haben knapp 200 Dollar noch. Okay. Und wir können maximal ich weiß nicht, wie viel von den Krediten man nehmen kann, aber der größte Kredit waren 2500 Dollar. Ja, ist ja gar nichts. Dafür brauche ich keinen Kredit aufnehmen. Da brauche ich nur kurz den Arsch hinhalten. Da wir ja Sorge, dass du nochmal dazu zahlen musst. Sagst du, das kostet eine halbe Stunde Überwindung oder was? Ja. Oh nee, ich hab keinen Bock mehr hin und her zu rennen, ey. Das mit den Baumstämmen ist schon tot. Fast leer. Frage, sollen wir jetzt in den Wald rennen, erstmal hochmeister Fleisch jagen quasi, damit wir uns mehr Hühner kaufen können? Ja, im Dunkeln oder was? Klar, let's go. Also der ich Mond kommt hoch und jetzt schon. Du siehst, also bei mir kommt gerade der Vollmond an, ist schon fast wieder Tag, ey. Ja, es gibt hier keinen anderen Mond. Der heißt Vollmond, weil er betrunken ist. Weil er voll ist. Dann bin ich jetzt auch mal in den Wald. Wie sie es halt nur wirklich, dass man mal sich gut merken sollte, wo das Fleisch liegt, weil da sieht man von Weitem nicht so richtig. Kasmus schläft. Bringt halt nichts. Nö. Ich sehe leider nichts, was man hier jagen könnte. Ich habe sogar die Augen. Nee, ich habe die Augen offen. Ich hab die Augen zu. Ich wollte gerade sagen, ich hab die Augen zu. Aber das ist einer von euch. Ich hab die Augen zu und blinzel trotzdem. Alter, ist das genial. Oh, hier. Wow.
Hier spawnen und die spawnen die Autos einfach. Oh cool. Das Game noch im Early Access? Ich weiß es also Version C1.0033S oben links. Ich danke nicht. Nee, 1.0 ist schon fertig. Ist aber das mutig. Auf jeden Fall mein. Bin ich eigentlich jetzt? Ich fahr mal kurz mit dem Auto, ja? Nö, ja, ja. Ich werde gleich beim Laden. Um Sprit zu sparen, ich glaube, ich renne einfach mal zu diesem Jägertypen hin und guck mal, was der gibt. Brauche ich keinen Sprit extra. Weil ich kann ich noch was auf den Weg erlegen. Ist ganz normal, dass ein Typ mit seiner Pistole durch den Wald rennt. Hier ist ja auch dieses Feld, vielleicht kann man das Weizen irgendwie hier ausstreuen oder hast du schon versucht, King? Hab ich schon versucht. Schmutz. Oh, Leitplanke. Ich habe leider nichts gefunden, was ich erschießen kann, muss ich leider sagen. Ein Geräusch. Ich kann nicht fahren. Das ist nichts Neues. Ich sehe nichts. Das ist direkt vor mir. Wo ist denn King? Ich hab doch gerade gesagt, ich fahre weg. Ja, wo fährst du gerade weg? In die Stadt? Map. Lol, weil ich höre hier hinten, wie du gegen alles fährst. Das stimmt, ich höre es auch. Was natürlich auch wieder heißt, dass du echt scheiße fährst. Ja. Ich habe mich gerade erschrocken, was das für ein Geräusch wäre, weil ich hier lang auf diese Höhe. Was ist das? Ja, aber ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, Autohaus, Best Burger, Baumarkt. Und wo war jetzt die Troller, wo man Saatgut kaufen konnte? Laden. Oh, nur mal. Im Laden. Bisschen abseits. Tankschnee. Ach da. Ach scheiße. Ich gebe überhaupt gar kein Gas hier. Und ich fahre konstant 10 km/h. Achso, nee. Kann ich mir einen Waypoint setzen oder so? Oh, Tatsache. Die Steuerung ist absolut brutal. Digga, der lenkt einfach nicht. Ja, bei der Lenkung haben sie es ziemlich verkackt. Ich versuch's wirklich. Ja, muss ich hier lang? Also keine Ahnung, wie ihr das Ding gesteuert kriegt. Mit einer Menge Fantasie. Ja, eindeutig mehr als ich habe. Alter. Moin, Junge. Was ist denn dunkel hier? Ach, erzähl. Der Jäger hat kein... Hallo, mein Freund. Jagd? Linke Kaninchen Raubtiere legen. Okay. Das ist aber nicht GTA, das ist richtig. Wir haben uns dazu spontan entschieden, was anderes spielen. Nicht GTA zu spielen. Raubtiere legen. Was ist das? In dieser Gegend gibt es zu viele aggressive Raubtiere. Könntest du bitte mindestens 5 davon erlegen? Als Belohnung bekommst du eins meiner Gewehre. Oh. Dann nehme ich das doch mal an. Raubtiere, ich glaube, wir müssen alle mal zum Jäger. Ich weiß nicht, er hat doch, glaube ich, wahrscheinlich mehrere Quests. Ich weiß nicht, ob ich mehrere annehmen kann. Soll ich mal gucken? Weißschimmelkuh, Blauschimmelkuh. Weißschimmelziege. Schämen Sie sich bitte. Ja, in Grund und Boden. Absolut. Ja, ich brauche Wildschleich. Nein, das nehme ich dich auch mal an. Was brauchst du, Wildschleich? Wildfleisch. Achso, Entschuldigung. Okay, ich kann nur 2 Quests gleichzeitig annehmen. Die andere war irgendwas mit Kaninchen, aber ich habe immer die beiden angenommen. Nachdem wir halt einfach jetzt stundenlang einen Computer irgendwie zusammengestellt haben, mussten wir jetzt einfach irgendwas zocken. Ach stimmt, ja, ihr hattet ja heute euer Gespräch damit gehabt. Ich habe Tomaten. Minus 30 Dollar, willst du uns arm machen? Ja, aber überleg mal, wir können jede Tomate für mindestens 10 Dollar verkaufen und da wachsen bestimmt mehr als 3 dran. Wenn du sie anbauen kannst. Wenn. Ja, das ist ein bisschen tricky.
Ja, weiß ich nicht, wo ist das Glossar? Geh. Arsch. Geh wie Glossar. Das hatte ich jetzt nicht auch mal so wie er bei H komischerweise pfeifen ist. Na, H für Honk. Honk, Honk. Gärtner und Gewächshäuser. Orbitieren. Aha. Hä? Im Blaupausenbuch findest du Teil für den Bau eines Gewächshauses. Pflanzen können im Inneren, in Klammern nur mit Gewächshausdach oder ohne Dach außen angebaut werden. Okay. Im Laden So, kannst du verschiedene Samen zum Einpflanzen in Beeten, Dünger für schnelleres Wachstum und Pflanzenschutzmittel zum Schutz vor Schädlingen. Was für Schädlinge? Ich fick die auseinander. Wir sind die Schädlinge. Der Mensch. Auch. Je nach Pflanze unterscheidet sich Wachstumszeit und Wasserbedarf. Achte darauf, dass die Samen nicht verderben. Du kannst auch ein Sprinklersystem installieren, um für automatische Bewässerung zu sorgen. Über den Pflanzen werden dir Bewässerungsstatus, Düngemenge, Pflanzenwachstum, Samenzustand, Gesundheit und Pflanzen und Sonnenlicht angezeigt. Pflanzen können in Körben oder Kühlboxen platziert werden, um sie leichter zum Laden zu transportieren. Aha. Weißt du, was ich gut finde in dem Spiel gerade? Schwanz. Kein Stamina-Balken. Ja, das ist wirklich sehr angenehm. Ja. Ein Komposter ist ebenfalls im Laden erhältlich. Dort kannst du Tiercode hineingeben, der dann in Dünger umgewandelt wird. Kann ich doch selber reinscheißen? Kann den Tiercode bisher nur entfernen. Also der Ranger markiert ist okay. Hey, was lauft ihr denn hier rum? Why not? Ich hab zuerst gefragt. Ich bin froh, dass ich das Auto nicht geklaut habe. Einfach hier Digga, was ist denn hier los? Irgendwie gibt's hier ein Autoproblem und damit meine ich jetzt nicht mich. Der NPC-Verkehr, der kannst du komplett in die Mülltonne werfen. Ach du Scheiße! Warte mal, was ist das? Stirbst du? Cool. Nee, ich hab gerade bei King gesehen, was für ein Verkehr da ist. Jetzt ist das schon fast wie bei Wildlands, weil das war ja auch irgendwie einfach mal ein Stau gewesen, nur weil er nicht kurz abbiegen konnte. Naja, weil sie nicht dran vorbeikommen, gefahren sind einfach. So, ich würde aber aufhören. What? Heute Schluss machen. Oh nein. Was soll das? Man muss ja wieder arbeiten. Richtig. Arme Sau. Gar kein Bock, Alter. Du hast den Job gewählt. Ja, er macht dir auch Spaß. Irgendwie schon, ne? Was sind denn für Muschis? Ich bin wieder da. Wo sollen jetzt die Viecher sein? Jetzt für euch. Jetzt für uns? Okay, man hat ihn leider nicht gehört. Bin enttäuscht von dir. Hast du gerülpst oder gefurzt? Gefurzt. Ich gönn's dir. That's my boy. My boy! Oh no, my boy! Okay, warte mal. Und jetzt? Wo habe ich denn? Ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm, Junge. Echt, da werde ich mich nicht dran gewöhnen. Egal, jetzt laufe ich da. Gut, ich wünsche euch Spaß. Ja, danke dir. Schlaf gut. Viel Erfolg morgen. Ich habe vergessen, dass der Scheiß ja da liegt. Das wird mir jetzt aber stinken, wenn ich du wäre. Wie Pferdekacke. Auch. Egal, ich laufe. Ich sehe hier kein einziges Reh oder irgendein Tier hier. Ich sehe momentan auch null Wildtiere. Ja, absolut. Ein Reh ist ja auch kein Raubtier. Ja, aber Wildfleisch, wenn man auch die Quest mit Wildfleisch, da ist doch scheißegal, was man da legt. Achso, weil da steht Raubtiere töten. Ja, darunter steht aber auch Bringer Wildfleisch. Ich habe da zwei angenommen. Das ist natürlich auch praktisch, wenn irgendwie Wildfleisch auch von Raubtieren kommen kann. Weil es auch ja, im Endeffekt sind die auch wild. Was hast du denn jetzt? Ich höre so auf einmal so ein Brüllen, drehe mich um 180 Grad um und genau hinter mir ist ein Bär gewesen. Und da bin ich gerade erschrocken. Der ist einfach hinter mir gespawnt. Den brauchst du mal ein paar Schüsse mehr. Ja, hier liegt ja mal so ein kleiner Beutel. Wow, ich bräuchte vielleicht hier ein Auto. Ja, bist du dir ich sicher? Ich laufe auch gerade rum, aber ich sehe auch kein Ich habe hier viermal Wildfleisch.
Oh. Ich kann nur einmal tragen. Ich hätte mal. Das wäre praktisch auch mal irgendwie so einen Rucksack haben könnte oder irgendwas, dass man mehr das Dinger transportieren kann. Oder irgendein also, Inventar mal, oder irgendwas. Kaufen. Ja, aber Inventar halt. Kann ja nur irgendwie fallen lassen und platzieren irgendwie. Hm. Nach Tiro, Autos. Was ist das denn? Sieht so aus, als wollte mal jemanden ausbauen, aber hat irgendwie nur angefangen und nicht fertig gemacht. Genau. Nee, Quest, ja. Karte, Option. Ich kann hier Tomaten pflanzen. Ja! Jawohl! Ja, toll. Ich will jetzt hier ungern irgendwie wegrennen, weil ich habe eine Sorge, entweder dass das Zeug despawnt oder ich das nicht wieder finde, ein scheiß Gras. Dann, ich würde sagen, ich muss erstmal meine Pflanzen machen. Der Veganer oh, wieder. Vor allem gilt das jetzt auch tatsächlich als Raubtier töten, ne? Ja, Bär. Braunbär. War wirklich, glaube ich, sogar ein Brombeer. Brombeer? Ja, das war ein Brombeer. Aber das ist so ein unheimlicher Wald. Ich habe das die ganze Zeit das Gefühl, ich treffe gleich Siren Head oder sowas. Hier ist Slenderman. Okay, ich habe meine Blumen gegossen, aber was brauchen die denn noch? Da sind noch mehr Anzeigen. Sonnenlicht. Habe ich nicht. Also ich bin lange nicht auf dem Level, dass mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Okay, warte. Weiß es jeder, wir sind Stars. So, warte mal, welcher... Ach, das ist Night Phantom. Okay, also muss ich hier einmal quer durch. Alter, ich finde hier kein einziges Viech, Alter. Kein einziges. Ich bin halt auch irgendwie an diesen großen Flächen... Vielleicht mal nach Norden zu gehen, wäre gar nicht mal so dumm. Da waren Baumstämme. Ich wollte eigentlich... Weil hier ist so ein Ausguck und da wollte ich eigentlich gerade hochgehen. Mal gucken, ob ich vielleicht da besser was sehe. Oder ob es da was noch gibt. Weil der Norden ist ziemlich so mit so einem See und alles. Ich weiß ja nicht, ob da man irgendwas noch finden könnte. Bin wieder weg, super müde heute. Bye bye und noch viel Spaß. Dankeschön. Schauen wir mal. Ja, hau rein, Chiro. Guten Nacht und so. Und schlaf gut. Ja, auch ziemlich los, wenn einfach mal die Tiere jetzt um mich herum spawnen. Oh Mann! Also ich bin ja schon miserabler Autofahrer, ne? Aber diese Karre macht es einem nicht unbedingt leichter. Ja, die fährt ja auch wie scheiße. Danke auch so. Jo, gerne. Ehrlich. Ich gehe einfach mal bei Stream rüber, King durch die Gegend fliegen. Du bist an mir schon fast vorbei. Ja, ich wollte nicht direkt auf dich zu. Ich komme aus der Richtung. Du musst so nach rechts fahren eigentlich. Ja, versuch das doch mal. Und da ist schon wieder ein Bär. Ich sehe dein Auto, guck mal. Die Schneide, da hinten sind sie. Komm mal in meine Richtung, ich ziehe schon. Frage, folgt der dir? Schaden? Nee, der folgt mir nicht, ich hab ihn nur gesehen. Okay, dann können wir ihn gleich jagen. Verkannt, die dumme Sau. Taxi! Was hat er jetzt alleine den Motor ausgemacht? Mann, ich will immer irgendwie Steuerung oder so drücken, weil ich immer denke, darüber muss man das immer platzieren. Das ist so unnötig, dass man zwei Maustasten dafür benutzen muss. Ja, das ist auch irgendwie untypisch. Wir den letzten. So, dann fährst du wieder dahin, wo der Bär war. Nee, das Ding bleibt da stehen oder du fährst. Ich wollte mein Auto ausschießen. Da ist er. Ja, wir fischen uns ein bisschen an. Treffer. Okay, ist so. Okay, er ist jetzt ganz traurig. Es ist ein trauriges Braunbärchen. Was geht ab, ihr Moschis? Ja. Was ab? Natürlich die Frage, ob es nur Bären sind oder auf scheiß flinke Wölfe.
Ja, egal. Wir kriegen doch Punkte, dies, das. Raubtier ist ein Raubtier. Eigentlich ist der Mensch das schlimmste Raubtier. In der Tat. Also wenn ich jetzt Menschen schieße, kriege ich dann Punkte dafür? Ja. Von mir aus. Also kriegst von mir keine Punkte, aber von irgendwem bestimmt. Wo ist denn jetzt der Rest vom Fleisch? Ich sehe nichts mehr. Hier, ja, genau da. Hier ist noch genau eins. Da. Genau da. Ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wie könnte man drehen? Achso, so. Ist schon fertig? Eigentlich ist alles eingesammelt, ja. Ja, eigentlich. Ich glaube, wir müssen aber einmal schon mal dahin fahren, das abgeben, weil mehr passt, glaube ich, da hinten nicht mehr rein. Wir brauchen auch eigentlich nur 8 Wildfleisch. Stimmt, das ist alles. Ist das wild? Aber ist der Bär? Ist der Bär wild? Ja. Ein wilder Bär. Alles gut, solange du wild bist. Guckt weiter nach Tieren oder was? Ich gucke ja weiter nach Tieren. Ich will auch ein bisschen hier den Turm da erkunden. Nö, ich fahr mit. Okay. Weil ich will eigentlich meine Tomatenpflanze gießen. Ja, soll ich dich zur Ranch bringen oder was? Oh, hier ist ein Hirsch. Ja, wie wirst du das transportieren, das Zeug? Das ist ja kein Raubtier. Es ist ein. Es soll ja auch kein Raubtier sein. Ja, ich fahr auf jeden Fall. Fahr auf jeden Fall ein ja, Stückchen auch. Mit. What the fuck, Alter? Was habt ihr gemacht? Das denn? Ich fahr auf jeden Fall ein Stückchen mit und du machst dann deinen Kram und ich gehe zur Ranch. Ja. Ja, dann kann ich mal jetzt hier hoch. Warte. Nee, ist doch in Ordnung. Du wärst zum Laden gefahren, ne? Oder wohin? Ja, aber ich kann auch hier. Aber ich dachte, das Fleisch soll man bei Best Burger verkaufen. Nee, wir haben das als Mission. Wir haben es als Mission, wir gehen zur Hütte des Jägers. Ach so. Ja, dann steige ich dann aus. Ab. Er hat aber nicht gesagt, was es uns dafür gibt. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr Geld dafür dann. Besser wäre es halt, also gibt es eine Nackenschelle. Schlache Nacken. Alter. Oh, wie heißt nochmal dieser Firewatch? Oh mein Gott, das ist wirklich Ditte. Ein Feuerturm, ein Aussichtsturm, ein Schwanzturm? Es gibt ja, es gab ja. Aber es gibt alles. Dieses Spiel, das heißt so, es handelt auch darum. Das ist ich so weiß, eingerichtet wie in diesem Spiel. Kommt man da eigentlich mit dem Auto zu dem Jäger gar nicht, kann das sein? Kann ich irgendwo mitnehmen? Muss ich irgendwie hochkraxeln, Alter. Da ist ein leichter Weg zu dem vorne, aber ich glaube nicht, dass man mit dem Auto da hinkommt. Ich bin auf jeden Fall schon auf dem Weg, also gucken wir mal. Uäh. Okay, mir. Doch, doch, das Ding ist anscheinend ziemlich geländetauglich. Geht. Doch eine Farm. Geh mal zur Konkurrenz. Klau ihn einfach mal das Getreide. Das wäre Plan B. Oh mein Gott, die Pflanze wächst. Plan A ist irgendwie was anderes zu stehlen, beziehungsweise Geld zu stehlen. Muss ich direkt ihm das geben? Ich denke mal ja. Aber das gibst du ihm persönlich. Immer mal ich kann nur mit ihm sprechen. Nicht. Hallo mein Freund, auf Wiedersehen. Wo soll ich ja, denn weil wir irgendwie nur 2 Missionen gleichzeitig annehmen können. Sonst hätte er noch die dritte noch genannt. Ja, aber wo soll ich jetzt ihm das Fleisch stecken? Vielleicht, ja, höchstwahrscheinlich musst du jetzt eben. Oder gibt's da vielleicht so einen Kasten irgendwo? Ja, ich sehe leider keinen. Bowling bringt leider auch nicht besonders viel. Hä? Ich weiß es nicht. Ja, hinterher fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Warum sieht der Typ eigentlich aus wie Chuck Norris? Es ist Chuck Norris. Warum hast du eine Maske auf? Genau. Kann ich da nicht mehr rüberspringen? Nervig. Scheiß außen rumlaufen. Ich hab mir meine Schallplatte geklaut, muss man so. Die habe ich, glaube ich, auch. Ja, auch wirklich kein Inventar oder irgendwas, ne? Nee, irgendwie nicht. Das ist halt ganz schlimm. Es ist halt ungewohnt. Also manche Spiele haben wir auch sehr viel mit nicht Inventar oder so leichtes Inventar nur für den Charakter. Weil arbeitest du auch manchmal nur mit deinem bloßen Händen.
Howdy, Partner. Okay, ich stehe jetzt ein alter Dude auf deinem Sessel. Hi, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen, Partner. Auf Wiedersehen. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich auch irgendwelche Missionen geben. Irgendwann. Sind wir hier in Texas eigentlich? Ich frag nur. Dein Freund? Ich hab keine Freunde. Ich kenne mich leider nicht so in Texas aus. Ich hätte gedacht, dass Texas eher trockener wirken würde. Als das ja auch. Na, du hast doch gesagt, Howdy, Partner. Ist doch alles trocken. Der Typ Humor. Hat einen Cowboy-Hut auf. Da ist Howdy. Gibt's eigentlich einen Cowgirl-Hut? Hm. Ist wahrscheinlich ja. So, ich habe das Baumaterial besorgt. Was ist das für ein Baumaterial? Okay, Gott. Oha, Alter. Wir haben $200 gekriegt. Für 8 Stück. Das ist, glaube ich, mehr als wir dafür bekommen hätten. Ja, doch, tatsächlich ist ein bisschen mehr. Okay, jetzt könntest du mit ihm reden und gucken, was die anderen können. Oder, ach fuck, jetzt will ich weggerannt von der alten Dude. Oder ich guck mal, was der alte Dude für Quests hat, sonst zeigt er die mir vielleicht an. Flinke Kaninchen. Ich glaube, da musst du irgendwas mit Kaninchenjagd machen, auch habe ich das wenig meine Kaninchen. Bist du da selber drauf gekommen? Kannst du die einfangen und mir zurückbringen? Ja, da gehe ich zu deinen Tomaten pflücken. Ich kann noch nichts pflücken, da es dauert, bis das gewachsen ist. Ich schrote hier Holz. Okay, dann brauche ich jetzt wieder zurückzurennen, weil dann kann er nicht mit mir reden. Er sagt nur auf Wiedersehen dann. Ach, du hast jetzt auch einen Ort angegeben dann dafür. Ja. Irgendwas ist passiert. Oh, diese Schüttelpizza macht sich gerade in meinem Bauch breit, Alter. Die war irgendwie, weiß ich nicht mal das Zeug. Schüttelpizza. Ja, Medvec klatscht alles in der Schüssel. Eigentlich soll man schütteln. Ich habe gerührt. Das ist wie so Martini halt. Und dann ja, schmeißt das alles aufs Blech, schmeißt es in den Ofen und dann soll das Ding schmecken wie ein Big Mac. Erstmal, nein, tut es nicht. Die Konsistenz ist auch eher so lala. Und ja, weiß ich nicht. Magen sagt gerade so, fand ich jetzt nicht so geil. Klingt auch so, ja. Da ist ein scheiß Kanickel. Soll ich es erschießen eigentlich? Da steht Finde und Fange. Oh, ich denke mal, du sollst es lebend fangen, denke ich mal. Ist doch voll langweilig. Das rennt ja da auch immer weg, okay? Ich hab's jetzt schon in der Hand, aber es rennt doch sonst. Ach, egal. Wow. Wenn das auf langweilig haben will, fuck hell, dann ist das halt auf langweilig. Ich baue mal noch mehr Felder, weil wir haben ja 10-mal Saatgut bekommen. So kann ich. Also nicht so gut, aber das Game hat noch so einige Probleme. Dass das eine 1.0er Version ist, kann ich mir nicht vorstellen, ey. Es ist halt schwierig, so heutzutage zu definieren, ob das dann heißt, Abschluss fertig mit 1.0. Guck dir Minecraft eigentlich an, schon. Da kommen wir auch raufweise nach 1.0 Sachen. Ja, naja, aber es gab eine fertige Grundversion, die man erreichen wollte. Nochmal und dann hat das funktioniert. Fresh. So, und jetzt hat er keine Quest mehr für einen. Genau. Gut, diese komische andere Hütte, ich bin jetzt weiter auf der anderen Seite des Sees gegangen. Das sah aus wie so eine Fischhütte, aber da war keiner. Oh, hier ist noch eine Ranch-Ding. Gleich mal hier. Ja, das sieht noch nach einer anderen Ranch aus. Ich guck mal, ob da jetzt was jemand ist. Vielleicht gibt der uns auch so eine Quest. Yeah, Offroad, Motherfucker. Warum verändert sich die Kamera dauernd? Leck mich am Arsch. Dann gib mir mal. Baum. Noch mehr Bäume. Ist das ein Wald? Du bist ein Baum. Ja. Geil. Mag halt Bäume. Wie ein Baum. Meistens, wenn es auf Seite liegt. Oh, hier sitzt. Wow. Hier sitzt eine alte Oma. Toll. Wobei, nee, es ist eigentlich. Ja, doch, es ist eine ältere Dame. Töte okay. Es, bevor es nach Eiern stinkt. Was? Oh Gott. Frühstück sauber machen, lästige Füchse. Ich mach mal sauber machen. Das alles kann ich nicht mehr so gut um meine Ranch kümmern. Könntest du mein Grundstück ein wenig aufräumen? Oh, und willst du bitte auch die alte Windmühle abreißen? Na gerne, Momi. Momi? Momi. Shut up. Er kennt es nicht. Jetzt wieder in der Stadt mit der Knarre rumballern. Wo bist du, du Scheißvieh? Er hat da jetzt irgendwie hingeschissen oder was?
Hier gedrückt entfernen. Schön, dass es hier keine Bollerei gibt, ey. Was? Ein Hirsch ist kein Raubtier? Das ist ja gelogen. Ich habe Häufchen entfernt. So stolz auf das. Das ist so ganz toll. Alter, ich will raus heraus. Das nehme ich raus. Ich habe Häufchen mit den Händen entfernt. Du bist eklig. Jetzt hält sich mein Stolz in Grenzen. Hm. Ich bin mal so frei und pack den Zement in die Garage. Ne? Okay. Ohne Witz, mehr brauche ich gar nicht. Immer nur ein Grundstück mit einer Garage drauf oder nicht mal. Mir scheißegal, ich hole mir ein Zelt, Alter. Ich schlafe in dem scheiß Zelt. Dein Gaming-Setup dann da. So. Ja, ich pudel mir einfach ein Loch zum Kacken und schlafe im Zelt. Fertig. Mehr will ich gar nicht. Haben wir eigentlich noch irgendwie so ein Eimer? Ich habe übrigens mal nachgerechnet. Nein, für das Fleisch an der ersten Runde hätten wir mehr gekriegt, wenn wir es so verkauft hätten. Ah, scheiße. Voll, nee, hä? Haben wir nicht vorhin 21 Dollar dafür gekriegt? Im Burgerladen meinst du? Ja. Ja, ungefähr, ja. Warum kriege ich jetzt nur noch 15? Weil was sagt denn der Multiplikator da? Da ist auch ein Multiplikator, schmeißt's. Gar keiner. Gibt keinen Multiplikator, glaube ich. Warte. Preismultiplikator 1,7. Ah, okay, er hat aber. Das ist ja jetzt Wildfleisch. Er will aber hier Rindfleisch, Schweinefleisch oder Huhn. Ah, das heißt, vielleicht, dann endet der pro Tag vielleicht, was er mit dem Kabel. Und dann kriegst du ja an dem Tag immer mehr raus, den Zeug. Oh. Richtig. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja, wieder was. Ja, also lassen wir das einmal ein paar Tage liegen, bis er das richtige Fleisch will, auch wenn es bis dahin vergammelt ist. Ja, genau. Klingt gut. Solange wir nicht irgendwas mit. Uns. Muss ich Rechnung haben müssen? Das ist auch abgeschlossen. Ja, 100 Dollar. Nice. Mann, dass das mit der Handbremse nicht richtig funktioniert, das triggert mich, Alter. Ich mach mal lästige Füchse. Als wäre das einzige Problem, unter dem das Auto leidet. Das ist wohl so richtig. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gespannt bist du denn? Ja, weil ein Fuchs ist eigentlich ein Raubtier, ob der mit reingerechnet wird. Besser wär's, ey. Oh mein Gott, da wächst eine Pflanze. Schwanz. Oh. Geh mal das Vehikel hier tanken. Seht, es sieht wirklich. Ja, siehst du? Ja, warte toll. Mal, vielleicht sollte ich dann doch erstmal wieder zu dir kommen, weil das, jetzt gibt's ja Fleisch. Hättest du den Kanister eigentlich mal mitnehmen können? Ja, das war ja so nicht geplant. Alter. Scheiße. Halt doch mal stehen, Junge! Bist du denn? Da bist du. Ich hab die Füchse getötet. Ich lasse sie erstmal so. Waren ja nur zwei. Die armen Füchse. Da ist aber noch einer. Kann ich das. Oh, verdammt. Oh nein, ist abgehauen, oder? Hey, da hinten läuft er. Haha, Uhrensohn. Gibt zwei. Wow, es gibt zwei Fleisch, aber die beiden sind so viel größer als der Fuchs selbst. Oh. So, jetzt haben wir beide Quests fertig. Nice. Dann bring ich mal das Fleisch erstmal zu dem Wagen. Und dann rede ich mit der Alten. Ja, mach das. Da hat noch einer. Okay, jetzt wissen wir, dass wir hier schon mal sehr gut Fleisch kriegen könnten. Aber die sind auch so eine komische KI, die dann urplötzlich stehen bleibt und dann in die andere Richtung rennt. Ja, die KI ist nicht besonders schlau. Hauptsache Fleisch. Ja, letzte Mission wäre irgendwas mit Frühstück. Ich habe da Sorge, dass wir dir irgendwas bringen müssen. Frühstück klingt erstmal nach Eier und Speck. Höchstwahrscheinlich wird das so sein. Das klingt nach Hühnchen mit Reis. Ich glaube nicht, Tim. Er ist Tim. Ich weiß. Hä? Okay. Check's. Hör mal, wer der hämmert, Junge. Er hört's nicht. Eins,
Zwei, ja, okay, nee. Egal. Das war ja so riesig. Mal, pack mal dahin. Wenn wir da hin, kriegst du. Jetzt musst du noch eins haben da. Wo muss ich noch eins haben? Nee, ich müsste noch eins da rumliegen haben hinten. Okay. Das ist das letzte dann. Das sind halt so viele große Stücke. Ja, deswegen meine ich, die Dinger sind eigentlich größer als die Füchse selbst. Warte mal, ich versuche hier gerade mal ein bisschen zu sortieren. Ja, dann lege ich das aber kurz hier hin, dann kannst du das machen und ich gebe die Quest ab. Ja, mach mal. Es schneit. Tatsächlich, hä? Vulkanausbruch! Also ist gar kein Schnee, ist Arsche. So, toll. Dankeschön, Mail. So, alles Fleisch aufgeladen, ich gehe das mal eben verkaufen. Mein Kind, würdest du mir bitte Eier und Schweinefleisch für mein Frühstück bringen? Ich sag nein, wir haben keine Schweine. Wie sollen wir hier Schweinefleisch bringen, Junge? Okay, dann nehme ich erstmal ab. Stopp, Taxi! Taxameter läuft. Das ist nicht nur pro Bewegung. 2,50 pro Meter. Mindestens. Alter, ich habe hier doch das ganze Geld hier verdient, ja? Yeah. Also beweisen. Hast du gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Gar nichts. Du hast nur Tomaten in deinen Augen. Ja, Tomaten sind großartig. Ach, hier kann man auch da verkaufen. Ah, praktisch. Ach, 1,7. Achso, man hat hier den Standardpreis und für die anderen hast du die Multiplikator für die. Okay, jetzt verstehe ich genau. Es richtig. Nur Multiplikator halt für das, was da drauf steht. Oh, ist nicht schlecht. Finde ich eigentlich gut. So, ich gehe mal verkaufen hier. Kriegen wir dann 120 Dolaris. Und wir haben schon 1234. 1, 2, 3, 4, 9. Fuck. Gut, jetzt müssen wir noch zu dem Ranger gehen und die Scheiße abgeben. Genau. Ich glaube, das kriegt der Tank noch hin. Ich glaube, der Tank. Jetzt haben wir ja Spritgeld. Ja, das, was wir kriegen, ist dann quasi Spritgeld. Vielleicht glaube ich nachher, wobei jetzt nicht. Müssten wir erstmal gucken, vielleicht, dass wir mit dem Geld vielleicht einen Hahn kaufen. Dafür haben wir jetzt hier. Du meinst damit die Bumsen? Bumsen, mehr Hühner kriegen und das Exponential mehr wird. Ficken, das ist es. Schön in die alte weghauen. Bam, bam, bam. Schläge muss geben. Und ab da rede ich lieber nicht weiter. Hui! Hiha! Dafür, dass er scheiß Gelenke ist, ist er ganz schön geländetauglich. Ja, das ist Geländewagen. Junge, boff, schlimmer als Monster Truck. Opa! Skillman! Ja, Mann, Alter. Uff. Boah. Das wäre sich jetzt auf der Seite hingelegt danach, Alter. Also, das war Backflip sein Urgroßvater, ey. Hey, du Wichser. Ich habe die Raubtiere getötet. Kann ich das Jagdgewehr haben? Geh mal her jetzt. Scheiße. Gewehr! Oh yeah, Motherfucker! Erstmal wird nachgeladen. So ist ich weiß nicht, ob man dir ein Gewehr in die Hand geben sollte. Ach, das seht ihr doch. Nein, sollte man nicht. Nice. Komm rein. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig wieder runterfahren. Ganz vorsichtig. Ich hab gerade dass ich irgendwas laufen gesehen hätte hier. Okay. Cool. Hui. Mann, ich hasse diese Fick-Scheiße. Willkommen bei hier. Jackass. Genau. Was ist. Das Ding steckt gerade voll im Boden drin, Junge. Oh je. Die Hühner legen zu wenig Eier. Mein Name ist. Warte. Willkommen bei Jackass. Genau, wir können. Genau, wir können gleich den Hahn holen. Vielleicht einen Hahn und vielleicht noch ein paar Hühner mehr, dass wir gleich mehr produzieren können. Damit er richtig viel zu ficken hat. Genau. Also wenn ihr zu viel Geld habt, dann könnt ihr mir noch ein bisschen Saatgut mitbringen. Das ist unser Geld. Wir haben 1234. Okay, ein Hahn und warte. Nochmal ein Huhn dazu. Also schon Kau? Ah, nee, denkt dran, wir brauchen auch nochmal Benzin im Kanister. Du kannst die Farbe auswählen. Lila.
Ja, Das nee, Braun, nee, das. Weiß und Schwarz. Big Black Cock. Keine Ahnung, was du Oh, meinst, nee. aber es ist lustig. Haha. Das Aber finde ich sag einfach mal, viel zu lustig. Pflanzenschutzmittel, Dünger, Ananassamen, Paprikasamen. Ananas. Ja, willst du Paprikasamen nehme ich auch Tomaten oder gerne. was willst du haben? Wir haben Strawberry, wir haben Cupcake, Buttermilch. Kohlsamen. Nee, ich hätte Meine sonst. Kohlköpfe! Ja, nee, ich hätte sonst. Weiß ich nicht, Kürbis hätte ich vielleicht genommen. Haben wir Gurke oder Zucchini? Nee, leider nicht. Kürbis. Gurke, Zucchini, aber nicht wie Paprika. Ja, also Paprika nehme ich gerne. Gut. Ich habe es vorhin gesehen, ich weiß es schon nicht mehr. Willst du noch ein paar Erdbeeren? Okay, das Schweigen werde ich jetzt ja. Oh, die alte Dame hatte, die Dame hier hatte eine Schallplatte vor sich zu legen, die habe ich einfach mal genommen. Ja, Du die habe ich kleines vorhin auch Sch schon genommen. So, Ja, nichts da. gegessen, wir müssen die Kacke hier nämlich einsammeln. Jetzt Ah. hat sich da irgendwie ein bisschen verteilt. Alter, hier muss irgendwo eine Campingsiedlung sein. So viele Wohnmobile hier. Ist so, ne? Scheiße, ich weiß jetzt, in welchem Land wir tatsächlich sind. Bruder, wir sind in fucking Holland, Mann. Moin. Wow. Ich dachte, Holland würde versinken und nicht zu Gebirge werden bei der. So. Tja, erstens kommt es Alles anders und zweitens, als man eingesteigert. denkt. Wir müssen das Ding langsam mal tanken. Wir sind bald wieder im Red-Bereich. Dann fahren wir doch gleich zur Tanke ran. Oh, mach jetzt auch. Ist eher auf dem Weg. Oh, wobei, warum ist die Tankstelle allerdings nicht mit einem Zentrum? Das ist eigentlich das wichtigste Objekt. Ist so, Hauptsache sie an Arsch der Welt stellen, ey. Aber dafür die Bank hier, den Kreditservice hier mittendrin haben. Naja, vor allen Dingen so ein Laden, so ein Multikulti-Laden. Das ist Bank und das und Immobilie und hier und da. Alles auf einmal. Ein Bürgermeister ist er wahrscheinlich auch. Dazu noch der Bürgermeister. Wie ist Nee, die ist das nicht. Bürgermeisterin? Die kassiert einfach selbst alles ein. Bestimmt selbst, Ja. was alles kostet hier. Oh mein Gott. Klassische Das sieht nicht aus wie eine Frau, Tomate. würde ich behaupten. Das ist hier Fake News. Das sieht gar nicht aus wie eine Tomate. Tanken beginnen. Gerne Wahrscheinlich auf der anderen Seite einsetzen. oder so. Ja, jetzt muss ich So. hier tanken. Ich habe es reingesteckt und jetzt sage ich tanken gehen. Hey, hey, hat reingeschickt. Minus 1, minus 1, minus Hey. 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Er Er ist fertig? Er ist fertig. Das muss ich jetzt wahrscheinlich wieder aufheben und dann wieder hier reinstecken. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich Und bin hier aber im los. Schatten. Es ist keine Tomate. Was? Ich kann so nicht arbeiten. Da ist ein Tier. Nee, kann ich das überfahren? Bestimmt, komm. Ja, Du dafür sollst müssen wir uns mit überfahren, dieser in dem Fall. Dreckskarre treffen. Nee, ja, das Ding ist wie einfach wie Wand. Scheiß auf seinen Kopf. Oh, zwischen den Bäumen durch. Oh, jetzt nochmal mit dem Jump. Und das alles mit Hühnern hinten drauf. Also du bist Tim ja ist wirklich aus dem Auto weitergefahren. gefallen. Das tut mir Ja, jetzt fast leid. ich hab's erlegt halt. Guten So. Tag. Hallo Kannst ja gleich Hahn. Da. wiederkommen. Geh ficken. Oder warte mal, kann ich denn. Was ist jetzt am nächsten dran, ne? Man könnte an der Stelle ja glatt sagen, fick die Henne. Ich wollte das aufnehmen, warum hat er das nicht? Ich Achso, will das wir einfach haben Clip. mal öff den Stoll hier drauf. Nee, das geht ja nicht, der muss ja aufgemacht werden. Aber wir können das einfach mit den Eiern hier machen. Ansgar hat vorhin die Viecher fallen lassen. Viecher ist. Vielleicht musst du den Korb in die Hand nehmen, damit du die wirklich in den Korb packst dann. Oder oh ja. Hineinlegen. Ja, keine Ahnung, was er da jetzt für Probleme hatte. Fantastisch. Und die Kackviecher haben nur ein Ei gelegt, oder was? Nee, zwei. Ah, fantastisch. So, ich hoffe, das bleibt jetzt da liegen. Wow. Jetzt war ohne Witz, er hat da gestanden, hat das Ei in der Hand gehabt und dann ist das runtergefallen und kaputt gegangen. Denke, das ist dein Ernst jetzt. So, soll Das ich war den einfach zu Kanister jetzt geil, auch wie er mal da voll stand. machen? Ha? Dann mache ich, fahre ich Ja. mal kurz los, den Kanister voll machen. Ja, bitte.
Problem ist, ich brauche halt für Felder, brauche ich abnormal viel Holz. Also Doppelfeld kostet halt 18, anstatt, wenn du zwei einzelne machst, die 10 kosten. Das ist halt, die Frage, wie viel du da einpflanzen kannst. Zwei. Da kannst du nur zwei Sachen einpflanzen? Zwei Pflanzen. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Es sei denn, also du kannst sie wahrscheinlich mehrmals verwenden, dann weiß ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Aber trotzdem musst du erstmal 18 Holz bereitstellen. Und das ist eine scheiß Rennerei in dem Game. Das sind dann 9 Stämme. Ach, also es ist echt schön, dass man keinen Stamina-Balken hat. Also ich glaube, dann hätte ich auch schon längst geleftet und das Game zurückgegeben. Ja. Weil bei dem, was du alles machen musst... Ja, das wäre ja richtig Pain, Alter. Ich habe jetzt hier gerade 4 Bäume gefällt. Das sind summa summarum 12. Das sind 9. Okay, ich habe vielleicht mehr gefällt. Also ich habe hier ordentlich Baumstämme und ich muss die ganze Zeit hin und her rennen. Also ach, siehst du, das sollten wir mal gucken, wegen Munition. Das Einzige, oh mein Gott, ja. Wir können doch die scheiß Kreissäge bewegen. Oh, wie dumm ich bin, Alter. Warum bringe ich die Baumstämme zu der scheiß Kreissäge, wenn ich die Kreissäge zu dem Baumstamm bringen kann? Weil du dann die Bretter wieder zu der Baustelle hinbringen müsstest. Ja, aber ich kann ja mehr Bretter tragen als Baumstämme. Das stimmt. Das stimmt. Oh mein Gott, Alter, ich bin einfach... Five-Head-Move. Der Übelste. Oh. Ich bin einer von den Five Guys. Okay. Die Burger backen. Ah, warte nicht. Braten. So, schnell verkaufen gehen, das Zeug. Beim Burgerlager müssten schon zwei dran liegen, also. Ich hab die einfach mal reingeschleppt. Also langsam kriegst du das Handling raus von den Dingen. Ja, also wenn man weiß, wie sich das Ding verhält, dann geht's irgendwann. Vor allem, wenn man weiß, dass es einfach so ein, weiß ich nicht, japanisches Drift-Auto ist oder sowas. Ich habe auch eher das Gefühl, dass es wirklich nicht gedacht ist, dass man so schnell rast damit. Eigentlich hätten die das Ding nicht so schnell machen dürfen. So, viele Dinge sollten nicht schnell sein, aber irgendwann kommt ein Typ und denkt sich so, lass uns das mal mit 300 km/h fahren. Warum lässt er sich nicht mehr denken? So, wieder $120. Sollten wir dann nicht irgendwie auch versuchen, uns Baustoffe zu kaufen, wie Metalle oder so eine Scheiße? Na, es ist eher die Frage, wofür? Ja, was wollen wir denn bauen? Wir können ja schon ein bisschen so... Ja, das ich weiß ich ja nicht. Gucken. Es war einfach nur eine Frage in den Raum geworfen. Oh, wir kürzen mal ab hier. Nice. Ich würde jetzt nicht unbedingt Baustoffe kaufen wollen, wenn wir sagen, wir nicht wissen, was wir bauen wollen, weil das nicht so, weil wir könnten wir vielleicht zu viel kaufen oder kaufen zu wenig, dann müssen wir wieder hin und her oder machen wir Lustgeschäft, wo wir das Geld für was anderes nutzen können. Jetzt habe ich ja was in den Raum geworfen und jetzt kann man ja tatsächlich ernsthaft drüber nachdenken. Na, ich hatte ja vorhin schon mal jemand wegen dem Haus bauen, wegen Schlafen. Weil ja, aber das Haus braucht keine 75 Stahl oder so eine Scheiße. Welches Haus war das? Also es war irgendwie unendlich viel, sodass ich irgendwie kurzzeitig noch weniger Lust hatte zu leben. Nee, viel besser. Farmhaus Feldbau 6, weil ich meinte mit den 4 Zimmern, weil höchstwahrscheinlich dann jeder ein Bett haben würde. Ja. Ja. Brauchst du 35 Holzplanke, 45 Metall und 175 Zement. Ja, irgendwie sowas. Also ich hab kurzzeitig meinen Lebenswillen verloren, also noch mehr. Das Retro-Farmhaus, das Retro-Farmhaus war 365. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Warum haben wir keine Hupe an diesem Scheißding? Wir können mal kurz Autos fahren. If you are horny. Wir können mal gucken, ob wir einen anbauen können. Ich wollte hier sowieso mal hin, weil ich wissen wollte, was da jetzt so die Autos kosten, weil ich weiß nicht... In den Baumarkt kannst du dir nur den Rasenmäher holen und ich glaube nicht, also dass man, das Ding glaube zählt. Irgendwie 1200 oder so. An. Ein Prachexemplar von einem Elch. Excuse me? Mein Elch ist ein Hirsch. Jetzt muss ich nachladen.
Das ist so spannend, hier die ganze Zeit das Holzfeld zu machen. Ich kack mich an. Also die ganze Zeit laufen wir durch die Gegend, fällt nichts und jetzt. Jeder 2 Meter irgendwie. Ja, ist so. Ist klar, let's go. Nochmal zurück. Oh, warte, zum Bürger. Ja, Bürger ist ja gleich hier rechts, da können wir gleich abgeben. Moneten. So eine allgemeine Anzeige für Geld wäre auch nicht schlecht, dass man hier draußen immer sehen könnte, wie viel Geld man hätte. Ist mir blöd, dass man immer entweder zum Shoppen das sieht oder halt. So, dann hier ist wahrscheinlich hier. 3 Mal Fleisch, $45. Alles verkauft. Wir haben jetzt 976. Super. Ich wollte so ein Burnout machen, so, nee. Für die Reifen qualmen lassen. Ich habe übrigens immer noch die Markierung bei dem Ranger da oben, ne? Ich auch. Warum das denn? Stimmt. Jetzt auch nicht. Aber wir haben auch keine Quest oder so in der Hinsicht. Nee, ich habe ja auch versucht mit dem zu quatschen. Oh, verfickt, Sascha. Ich habe ja versucht mit dem zu quatschen und sagt er immer nur, ja, ich sagte Hallo, er sagt auch Wiedersehen, so ungefähr. Dieser Hurensohn. 1.0. Wow. Radio keins. Sättigung, Helligkeit, zurücksetzen. Gibt nichts. Super, da ist jetzt direkt nach vorne. Nein, guck, dann können wir schon mal in den Autos gucken, was das ist. Buff, stabiles Schild, Mushi. Was heißt, geht hier noch Junge. Ah, das hast du toll gemacht, Tim. Okay, es gibt den Bobbycar, es gibt den richtigen Geländewagen, Fahrzeug Pickup, Ford, noch ein anderer Pickup, LKW. Es wäre praktisch, wenn man die Fahrzeuge drehen könnte, weil ich frage mich, ob ein Pick, ob der jetzt auch wirklich mit. Ich glaube, der hat so eine Ladefläche, der Pickup, ne? Ja. Diese Ladefläche, weil ich sonst hätte mich gefragt, wie wir sonst die Sachen raufladen könnten. Es sind ja zwei verschiedene auch noch. LKW kostet 2500, okay, ist schon mal viel zu teuer. Limousine. Du bist eine Limousine. So ein Traktor wäre nicht schlecht, aber der kostet halt auch 1200. Ich glaube, dass mit diesen Acker-Sache mäßig müssen wir wirklich lange noch warten. Hm. Das ist noch zu effekt. Ja, aber ist mit der Erntemaschine. Nutzfahrzeug. Ja, kannst vergessen, leider. Also der andere Pickup kostet nur 800. Der Pickup von Leibniz. Der würde ein bisschen mehr Kapazität haben auch. Ansonsten müssen wir einen Kredit aufnehmen. Ja, wer bezahlt ihn? Wer soll das bezahlen? Ja, wer bezahlen wir ab oder wir zahlen irgendwie irgendwas mit $75 die Stunde oder irgendwas stand da, wo ich mich frage, wie wird das gezählt? Wer hat das bestellt? Komm raus da jetzt. Achso, ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Wer hat so viel pinke? Also ich sag mal so, vielleicht wäre es am besten wirklich den Weißen als nächstes zu holen, auch nicht den doch den Großen gleich, ich weiß es nicht. Aber da hat man wenigstens vielleicht ein bisschen mehr Fläche und man kann immer noch zu zweit fahren. Ja. Weil für... Da war ein Wolf. Ja. Egal. Ich habe jetzt keinen Bock, jedes Vieh abzuknallen und dann gleich wegzubringen und mir zu blöde hier. Wir können es ja erstmal einlagern. Ist ja gleich hier in der Ranch. Komm her, Hundi. Wir haben halt auch wirklich kaum noch Munition, also ich zumindest. Ja, ist genau, das wollte ich die ganze Zeit gucken, wo wir überhaupt Munition kaufen können. Ja, habe ich persönlich noch nichts gesehen. Deswegen frag ich mich bitte. Dann jage ich den Wolf erstmal nicht. Da spare ich das noch, weil solange er uns nicht angreift. Ist das aufregend? Ich glaube, es gab mal einen Bug, wenn man so gestorben ist, dass man wieder volle Munition hatte. Ich weiß nicht, ob das ist schon lange her. Ich glaube, da liegt ein Ei. Drücke E, hineinlegen. Jawohl. Ei, wo ist er denn? Hat er gedrückt für entfernen? Nee, das ist kacke. Das will ich nicht. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt haben wir 3 Eier. Okay, das hätten wir auch. Das hätten wir gucken sollen. Vielleicht mit so Lampen oder so, dass wir hier ein bisschen vielleicht ausleuchten können, wenn es dunkel ist. Einfach einen Weglampen oder so, nicht unbedingt so eine Neonlampen hier an die Wände. Ich zähle 2 Hühner, wo ist das dritte?
Eins. Ah, das steht hier hinten drin, warum auch immer. Leo. Button. Fliegt bei mir irgendwie in Richtung ins Nichts. Ja, aber bei mir sitzt es hier unten, hast du hier hingesetzt. Okay, nimm das mal in die Hand. Okay, weil bei mir ist es in den Himmel geflogen. Ich halte es auch ganz interessant irgendwie. Jetzt fliegt es bei mir wieder nach oben. Ach, keine Ahnung, ist geil. Das ist ein Vogel, kann fliegen. Ja. Ich gehe mal kurz was zu trinken holen. Ja. Was können wir mit den Eiern machen? Verkaufen wahrscheinlich. Einfach nochmal in die Stadt. Ich will nochmal gucken wegen Schwanz. Irgendwie nochmal Schlafsack oder Zelt oder keine Ahnung was. Ja, ist absolut Hirndod. Ja. Okay, für ein Gewächshaus brauchst du halt Glas- und Holzplanken. Planken habe ich, aber. Glas kann man ja hier kaufen, theoretisch, je nachdem, wie viel braucht man denn dafür? Du brauchst ja, je nachdem, wie groß du das bauen willst. Für einen Okay. Türrahmen brauchst du 2 Glas und 3 Planken. Ja, Für eine Wand. für 100 Dollar kann man sich 20 Glas kaufen. Ist das teuer? Also, warte. Du brauchst halt 2 Glas für einen Türrahmen, 2 Glas für eine Gewächshauswand, 1 Glas für eine Tür, dann so ein Dreiecksbogen, da brauchst du 1 Glas für. Keine Ahnung, so ein L-Stück, je nachdem, keine Ahnung, bla. Für ein Dach brauchst du 3, für das L-Stück, was ich gerade meinte, brauchst du 1, aber jeweils halt rechts und links 1. Braucht davon echt schon ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob das zu teuer ist im Moment noch. Wahrscheinlich schon. Vor allem, weil du brauchst ja nicht ein Gewächshaus machen, was einmal ein mal ein Block groß ist. Ja. Daher, ja, scheiß drauf, machen wir unsere Felder, machen wir einfach im Freien. Gut. So, ist die Frage, wie macht man das? Das New World. Ich habe jetzt eigentlich eine Luftmatratze geholt. Ach so, ja. Aber so Ist er... ohne Inventar ist irgendwie scheiße. Na, ist wahrscheinlich beim Bauern. Ahnung.
Dann hättest du die hinten auf deine Ladefläche schmeißen müssen. Ah, fuck, ja, jetzt habe ich den King gemacht. Hatte schon das zweite Mal. Da war ist auch doof gemacht, warum mal. Es ist, ja, ich finde es halt nicht so schlecht, man muss halt sich wirklich dran gewöhnen. Ja, weil es halt schon ein Regelbruch ist, mehr oder weniger. Weil die meisten Spiele machen es einfach komplett anders. Ja, aber vielleicht wollte man sagen, ey, wir wollen jetzt nicht so sein wie die ganzen anderen Spiele. Ah, merkt man in der Steuerung von diesem komischen, ich habe keine Ahnung, wie man dieses Fahrzeug nennen will. Nutzfahrzeug. Geht auch beim Autoshop so. Ja, weiß ich nicht, Nutzfahrzeug ist... Egal, ist mir Wurst. Hauptsache, man hat zu Anfang was zu fahren, ey. Das ist richtig. Und Benzin ist auch bezahlbar. Ja, besser ist es. Günstiger als hier. Das ist aber auch nicht schwer. Nö. Ich glaube, ich renne einfach mal. Ich will mobiler, wenn ich zu Fuß bin. Wo ist die Osten? Da ist Osten. Ich renne mal zum Laden und guck doch mal, wissen, ob ich vielleicht da sehe, ob da Munition ist oder nicht. Ich kann ja zu Fuß mal hier rumlaufen. Weil sonst weiß ich nicht, was ich sonst tun soll. Weil alles andere ist ja noch so teuer. Man braucht halt wirklich Kohle, ne? Oder? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Wir könnten. Was war das? Wie viel hat denn das gekostet? Wo waren das da? Hier war das. Wir könnten das mit der Förderanlage probieren. Mit was? Das heißt nicht wie. Mit der Förderanlage, mit der Öl. Mit der Ölpumpe. Dafür müssen wir jetzt mal Öl finden. Ich glaube, das finden wir, wenn wir die Pumpe bauen können, dass wir das darauf platzieren können. Oder warte, man kann mal einmal anklicken, mal gucken, was er anzeigt. So, hier ist jetzt eine Luftmatratze. Lass mal versuchen, pennen zu gehen. Tim ist weggelaufen. Ja, weil ich jetzt nach Öl suche. Dafür habe ich den Anzug an. Ich muss der Großreiche, ich muss Öl finden. Schieb deine Asche her. Das ist echt eine gute Frage. Speichern. Hier ist ein... Oh, was? Verdammt. Da ist ein Wolf und der ist scheiße. Der wollte doch instant an die verfickten Hühner, Alter. Oh. Wir wollen, die sind ja alle draußen, warum gehen die da nicht rein? Ich weiß nicht, weil die dumm sind, wie Kacke. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so ganz klar kommen mit der Wegfindung. Vielleicht, weil das die Tröge so nah dran sind. Rennt das eine Huhn jetzt hin? Digga, komm her. Bleib doch jetzt da drinne! Ja, oh Gott, die haben alle Angst. Scheißegal. Wovor? Der Wolf ist tot! Ah, wissen Sie doch. So, waren das jetzt alle Hühner? Eins, zwei, nee, eins fehlt schon wieder. Ja, irgendwie eins war eins weggerannt, aber ich sehe es nicht mehr. Nee, waren noch drei, das sind noch drei drin, oder nicht? Ja, aber das eine ist ein Hahn. Wir haben so drei, okay, warte. Warte. Raus ist es jetzt nicht. Scheiß Vieh. Wer weiß, vielleicht wurde es schon gefressen von dem Vieh. Okay, lass mal pennen gehen. Jo. Na, herrlich. Wer schnarcht hier? Ja, dann gehe ich mal auf der Suche nach Öl. Oh, mach mal. Da muss man dafür Grundstücke kaufen oder so. Warte, das steht doch bestimmt hier irgendwo. Öl gehört sowieso nur uns, wenn es auf unserem Grundstück ist. Wenn es logisch gemacht ist. Warte mal, nach Öl bohren.
Um dir ein kleines Zusatzeinkommen zu erschaffen, kannst du Öl aus dem Boden fördern. Auf der Karte sind mögliche Standorte für Ölförderung verzeichnet. Aktive Ölquellen weisen eine dunkle Ölpfütze auf. Wenn du eine aktive Quelle Oh. gefunden hast. Nee. Was? Alles gut, ich hab grad gedacht und dann ist da nur. Ach, hier hinten ist das Huhn, die alte Schlampe. Diese dumme Sau. Wenn du eine aktive Ölquelle gefunden hast, kannst du eine Ölförderanlage an deinem Standort errichten. Nach dem Bau benötigt die Förderanlage Benzin zum Betrieb. Na Okay. toll. Du kannst das Öl abfüllen, indem du ein Ölfass erhältst und E gedrückt hältst, während du auf die Förderanlage schaust. Okay. Das macht mich jetzt ein bisschen neugierig. Okay, also. Ach, hier, ich gucke Karte. Ja, warte, warte. Auf der Karte sind wirkliche Standorte dafür. Tatsächlich so, hier auf der Karte, ich erkenne nichts. Woran erkenne ich hier bitte schon, dass ich hier irgendwas fördern kann? Venus. Wer kommt denn so zwei raus? So, jetzt muss ich gucken, jetzt will ich nicht. Ich will jetzt irgendwelche Pfützen, das soll ich mal wissen. Oh, das Ding fällt auch einfach irgendwo hin, ne? Oh, ficken. Darum stell dich nicht direkt dahinter, stell dich seitlich hin. Dann erwischst du das Ding nicht. Nam. Nam. Scheiße. Brauchen wir noch. Nö, können wir da wegmachen und dann gehen wir ein Stückchen. So. Deine Felder sind jetzt ja alle fertig. Ja. Ich muss heute noch mehr Holz ran schaffen, um das wieder auszugleichen, was ich verbraucht habe. Hier gibt's Kugeln im Laden. Okay, was bezahlt man für die Dinge? 24 Schuss, $40. Geht ja sogar. Oh. Also ich pflanze schon mal an. Dann kann der Kram ja wachsen, wenn man da beschäftigt ist. Schuss habe ich nicht, ich habe sechs Die machen Hämmer. Liebe! Oh mein Gott, die ficken! So richtig? Ja, man hat nur Herzchen gesehen. Och, ist das langweilig, ey, dass sich die Spiele da alle irgendwie zensieren, ey. Langweiligen Pimmel, Alter. Liegt irgendwo noch ein Ei rum oder so? Ja, tatsächlich, da Hat liegt. Scheiße weggemacht. Erdbeeren, oder? Sind das Erdbeeren? Es sind Strawberries, ja. Erdbeeren, Rot-Weiß, Erdbeeren, Rot-Weiß, Erdbeeren, Rot-Weiß, Erdbeeren, Rot-Weiß. Wenn sie noch weiß sind, dann nicht so gut essen. Es gibt doch weiße Erdbeeren. Ja, nur wenn man sie in weiße Schokolade getaucht hat. Aua, mein Nein, Arsch. Digga, es gibt tatsächlich unnötigerweise eine weiße Züchtung. Verzo, ach egal.
Braucht halt keiner. Offiziell finanziert mit deutschen Steuergeldern. Ja, natürlich, womit auch sonst. Das sind ja, wie die lilanen Karotten. Ja, braucht auch keiner. Hat man da die Karotte mit einer roten Beete ficken lassen oder was? Auch. Klasse. Wer schießt hier? Ecke. Da war ein Reh. Das ist näher der Farbe, also wollte ich es erschießen. Das hat die Wahl unerlaubt das Grundstück betreten, ne? Ja, Trespassing. Ah ja, Stand Your Ground Recht. Ja, ich hab's vergessen, wir sind in Amerika. Dieses Recht bräuchten wir auch hier in Deutschland. Oh, das wäre so geil. Die halbe Bevölkerung wäre tot. Egal. Dann kannst du auf jeden Fall vergessen, dass dein Amazon-Typ dir das an der Haustür legt. Ja, vor die Haustür legen darf er ja. Er darf nur mein Grundstück nicht betreten. Ja, das ist das Problem. Deine Haustür ist auf dein Grundstück. Naja, wenn du Mieter bist, ist das, glaube ich, ein bisschen komplexer. Den Mieter nicht? Genau. Ja, das ist ja bei uns ist halt immer das Problem, dass die halt da alle so gucken, dann halt das über den Zaun liegen, ganz vorne, wo jeder Otto das sehen kann und dann sie einfach mal mitnehmen kann. Ja. Ich meine, ich denke mal, wenn du offensichtlich ein Paketlieferant bist, dann wird auch nicht geschossen. Du. Kommt doch wann. Das hat dich keiner mehr lieb. Das stimmt, aber ich denke, das hat vor Gericht nicht so Halt. Ich frage mich immer noch, wie die Situation abgespielt hat, weil es ein Typ sich an der Haustür geirrt hat, weil er dachte, das wäre das Haus seines neuen Kumpels, einfach klingeln wollte und dann durch die Tür erschossen worden ist. Sauer mit einem Headshot und dann lag er dann, der Waldmann hat nochmal draufgeschossen zur Sicherheit. Dann sagst du Notwehr. Wenn der liegt. Ja, okay, wenn das vor irgendeinem Gericht durchkommt, ja, dann läuft aber was ganz falsch. Also vielleicht nun wir aber irgendwie so aus Angst, weil er dachte, er würde bei ihm einbrechen oder so. Wo ich denke, wenn er klingelt, dann steht er doch normal an der Tür eingefangen, ist der oder der da. Wenn ich einbreche, dann würde ich doch mich am Schloss zu schaffen machen oder irgendwie an die Fenster rannehmen oder so. Aber nicht einfach normal wie ein normaler Dude an die Haustür gehen und klingeln. Tja, die machen das aber so. Ich glaube, das Hühnerding steht echt tatsächlich scheiße. Das hätte man irgendwie frei hinstellen müssen. Na, ich denke mal, das liegt wirklich daran, dass wie die Droge halt so. Droge da. Ich denke, es liegt tatsächlich allgemein an der Position, dass zwei Hühner stehen die ganze Zeit auch in dieser Kackgarage, weil aus Gründen, keine Ahnung, weiß kein Mensch. Hast du schon das Fleisch aufgeladen? Was habe ich falsch aufgeladen? Achso, das Fleisch. Ja, das habe ich. Ich denke mal, die bewegen sich halt in einem Radius um dieses Dings rum. Ja, darum hätten wir es ja frei hinstellen müssen eigentlich. Ja gut, das kannst du aber auch nicht vorher wissen. Nö, kannst du auch nicht. So. Ich frage mich, ob dieser Kasper da oben auf dem Berg schon wieder irgendwas von einem will. Ich renne da mal hin. Weil die Markierung ist noch da. Ja, das ist wirklich, oder es ist verbuggt. Ich werde es herausfinden. Was mich halt aber auch stört, ist, dass die sagen, ja, auf der Karte kennst du da wo Ölfelder sind. Ja, Scheiße, kennt man. Ja, deswegen. Ja. Weißt du, ohne Legende, wer hat diese Karte entworfen? Oh, ist ein Hohn. Der trennt erstmal schon mal weg, darauf habe ich keinen Bock, jetzt erstmal so panisch zu schießen. Keine Ahnung, wo man das erkennen soll. Ich hoffe, ja. Dass das weg. Tomaten. Ja. Tomaten! Und wie viel kriegt man von dem Busch? Also. Vier Rispen sind, habe ich jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Super. Ich lege die einfach mal hier eben auf den Hühnerkäfig. Finde ich schön, dass die Autos bremsen, wenn man ihnen vor die Nase rennt. Das ist wunderschön. Sieht halt einfach nicht aus wie eine Tomate, ne? Aber egal. So, und jetzt? Fängt er wieder von vorne an oder was? Wie oft kann man den denn ernten?
Nee. Hallo mein Freund, auf Wiedersehen. Man kann hier gar nichts machen. Soll ich ihm mit dem Flint ins Gesicht schießen? Oder mit der Sprechstange schlagen? Ja, warum nicht ins Gesicht geschossen? Dürfen sie nicht? Keinen Sinn. Ich dachte jetzt gerade, ob es sich verbuggt hat, weil ich habe die Mission angenommen und du hast die abgegeben am Ende. Ja, weiß ich auch nicht. Aber man kann auf jeden Fall nichts mit dem Hampel machen. Aber sonst kriegen sie eigentlich alles relativ gut hier in dem Game bisher, was Multiplayer angeht. Ja. Abgesehen von der Schlafmöglichkeit. Ja, ist schon schlecht, wenn man als Entwickler nicht damit rechnet, dass irgendwer sein Spiel spielt. Tja. Ich teste mal, wie das mit dem Fallschaden aussieht. Rot. Nö. Das ist gar nichts. Ich glaube, man kann nicht mal Schaden erleiden. Nulls. Weil ja, das ist auch keine Leben Möglichkeit, bei der zu Höhe. So. Also im echten Leben bei der Höhe wird es sich so maulen. Aber hier passiert gar nichts. Noch einmal weiter. Immer weiter als weiter, die geile Sau. Bettina, pack deine Brüste ein. Pack deine Schwabbeltitten ein. So. Können wir jetzt nochmal so einen Eimer besorgen irgendwie? Muss ich mal das Sprinkler-System angucken. Weiß ich nicht, was machen wir denn jetzt mit den Tomaten? Jetzt habe ich Tomaten. Ich bin irgendwie ein bisschen stolz, aber ich weiß nicht, was wir damit machen. Wahrscheinlich verkaufen. Ja, verkaufen. Wir müssen ja Kohle machen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich schleppe ja schon mal ein bisschen Fleisch an, halt, weil ich gerade noch einen Reh aufgeschossen habe, was auf dem Weg war. Ja, sehr aber schön. Hier hinten ist schon überall noch Fleisch drauf. Ja, von anderen Rehen, die wir erschossen haben. Das heißt, wir könnten mal verkaufen fahren. So. Oh, gucke mal. Ich kann die Tomaten in den Korb tun. Und dann? Nee, dann kann man das da so ein bisschen sammeln und das dann alles zusammen wegbringen. Warte mal, ich will was ausprobieren. Wo hast du den Korb? Was aus. Da steht da. Ob man das Fleisch da auch reinpacken kann. Genau, das will ich gerade ausprobieren. Kann ich das auch vom Auto her aufnehmen dann? Ha? Ich kann da auf jeden Fall was reinlegen, während du den in der Hand hast. Also da steht jetzt drücke E zum drücke E zum Einlegen. Ja, ach nee, weil das ist wahrscheinlich, warte mal. Mal kurz das Fleisch hier wieder raus. Ja, wieso kann man, also da steht testen. Drücke E hineinlegen. Es passiert aber nichts. Schon wieder falsch gedrückt. Ich hab eine Hand. Okay, das ist. Also hast du eine Anzeige da irgendwie? Nee, ich hab nur aufheben, ich hab nicht wieder reinlegen. Okay, dann geht's nicht. Vielleicht kann man das aber dann. Vielleicht. Strom oder was? Vielleicht, wenn man es halt zu Hack verarbeitet, dass es dann vielleicht reinbelegbar ist und so alles. Weil das wäre schon mal das ist halt schon praktischer, wenn es funktionieren will, weil dann hätten wir irgendwas, was man mit mehreren Sachen in einer Sache transportieren könnte. Ja. Können wir mal darüber reden, dass es regnet, aber die Felder dabei nicht bewässert werden. Magic. Scheiß Magic. Oh. It's a kind of magic. Erdbeerpflänzchen, und sie sehen nicht aus wie Erdbeerpflänzchen. Die sehen alle gleich aus, verdammte Scheiße. Fleisch und Eier, vielleicht mal eine Verkaufstour machen dann gleich. Oh, können wir ja machen. Liegen hier vielleicht noch ein paar Eier rum oder so? Nein, nur Kacke. Das ist ja geil. Ich komme noch mit einem Steak. Ich hoffe Medium Rare. It's fucking raw. Ich frage mich, ob wir auch wirklich die Hühner besser beschützen können, wenn wir vielleicht so einen Zaun da rumbauen könnten.
Weiß nicht, was das für ein Zaun ist. Na. Na, vorhin die Füchse waren ja, als wir die Füchse erschossen haben, haben sie sich auch alle um diesen Zaungehege verhangen. Stimmt, die kamen da nicht lang. Ich muss schon wieder gießen. Aber saftig. Holzzaun braucht 4 Holzplanke. Dass wir quasi wie so ein Gehege dann bauen würden mit den Käfigen da drin. Hör dann. Noch ein Ei von euch dämlichen Hampeln oder sollen wir jetzt einfach fahren? Ist die Frage, wenn man jetzt den Korb in die Hand nimmt, ob man dann einsteigen kann. Ich denke eher, dass du ihn hinten draufstellen musst. Ja, das ist wahrscheinlich. Denke ich auch. Wir müssen auch bald wieder Futter kaufen, hier sind noch 2 von 7 drin. Na, hinten sind noch ein Säcke oder was sind die Säcke hier hinten drin? Ne, das ist Zement. Und der eine Sack ist Weizen. Weizen. Achso, okay, ja. Ja, 50 von. Oh, da ist ein Ei. Und da ist noch ein Ei. Okay. Ich weiß nicht, wo wir den Tag noch fertig machen und dann erstmal Feierabend irgendwie. Ja. Werde ich gerade sehr müde. Tomaten! Ups, ich finde es aber so dämlich, dass man der erste Mal der Einsteiger gleich automatisch verfahren ist. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen hier mit dem Platz, ey. Warte. Tomaten. Oh, Leute, wenn man einen Korb in der Hand. Wenn man einen Korb. Entschuldigung, wenn man einen Korb in der Hand hat und dann mit E auf die Pflanze klickt, dann erntet der gleich alle auf einmal. Ja, nice. Das ist praktisch. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir den Treibstoff neben unserer Wasserquelle haben, gleich das Lager. Ja, das ist Idiotentest. Ja, passt doch. Mal 8-mal Tomate. Ich würde gerne wissen, was wir für die Tomate bekommen. Okay. Ich will auch mal probieren, wie scheiße das sich fährt. Okay. Also, ich muss erstmal. Reu dich selbst. Extra den Motor starten, ey. So, als erstes ist das wahrscheinlich zum Burger oder wo wollen wir als erstes hin mit? Fahren wir erstmal zum Burger da und. Erstmal zum Burger. Gucken wir mal, was der haben will. Vielleicht will der ja irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade Eier oder Tomaten, dann kriegt er nämlich die Eier. Kriegen wir nämlich einen Bonus. Die letzten Male wollte er auf jeden Fall Eier. Eier, wir brauchen Eier. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich morgen früh raus muss, aber hey. Muss ich überhaupt nichts, ein Scheiß muss ich. Jetzt ist Samstag. Okay, da ist Handbremse hier. Und der Chef hat sogar gesagt, Samstag bleibt der Laden zu, ey. Also ich müsste so oder so nicht Samstag arbeiten, aber. Ja. Gucken, was brauchen wir. Er will entweder ein ganzes Huhn, Rinderfrikadelle oder Hühnerwurst. Wurst. Nichts davon. Der ist doch bescheuert. Er will jetzt schon Sachen, die man am Anfang halt einfach gar nicht machen kann. Völlig unmöglich. Tausend tolle Sachen. Das ist einfach random halt. Hätte man noch irgendwie sowas wie ein Level-System einfügen müssen. So, reicht das vielleicht, die Truppe da einfach jetzt hinstelle? Nein, ich dachte, wir verkaufen wir im Laden oder sollen wir den hier verkaufen? Also dann verkaufen wir im da. Okay, dann verkaufen wir. Aber dann verkaufe ich, dann verkaufen wir sowieso wahrscheinlich den Korb mit. Das ist 120. Das war jetzt 120. Bei der Troller oben. Was war jetzt 120? Wir können Fleisch. Ja dann. So. Dann können wir uns ja. Wie viel Schuss hast du noch, Cat? Ja, 10 höchstens. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nur 10 ungefähr, dass wir uns vielleicht jeder von uns oder. Ja, jeder von uns einmal ein Paket von Munition, weil es 25, ich weiß nicht, wie viel maximal tragen kannst. Naja, gut. Müssen wir uns jetzt nicht die Hosentaschen komplett damit zukleistern. Deswegen. Aber dass man sich jetzt noch ein paar Schuss holt, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich hab jetzt den Schuss nicht gehört. Zählt das dann für jeden? Oh.
glaube eher nicht. Das ist wahrscheinlich das Paket, je nachdem, wer das aufnimmt dann. Denke ich, denke ich auch. Weil wir bisher alle Waffen und Werkzeuge und alles und die Startermunition halt auch alle gleich bekommen haben. Ne? Mhm. Aber es wäre halt voll dumm, wenn nur ihr was verbraucht und ich auch Munition immer wieder kriege, weil ihr halt separat immer wieder was einsammelt. Dann habe ich irgendwann 800.000 Schuss, weil ihr halt die ganze Zeit was verbraucht und ich nicht. Ja. Für eine Tomate kriegt man übrigens 6 Dollar. Und für ein Ei kriegt man auch 6 Dollar. Okay, also 6 mal 4 sind 24. Ja, das lohnt sich ja übel gar nicht. Toll. Ist halt die Frage. Die Pflanze ist dann auch weg, oder? Nein, die Pflanze ist noch da. Du kannst sie mehrmals ernten. Okay. Ja, aber vor allen Dingen musst du überlegen, in einem so einem Beutel, den du kaufst, das ist ja eine 10er-Packung. Ja. Darum, es lohnt sich eigentlich schon. So, ja, komm, du hast dann nach zweimal Ernten einer Pflanze hast du es ja schon längst wieder raus. Aber ja. Ich denke mal, wir müssen hier wirklich in größeren Maßstäben rechnen und dann brauchen wir noch das Sprinklersystem und dann brauchen wir das Bohrensystem. Mal vorweg gesagt, den Korb, die haben das so gemacht, kann den Korb mit den vollen Sachen nehmen, da hinstellen, dann verkauft man erstmal das im Korb. Und wenn das verkauft ist, fragt er dich, ob willst du den Korb auch verkaufen? Dann kannst du halt sagen, ja. Oh. Also das haben die tatsächlich ganz clever gemacht. Das ist gar nicht schlecht, ja. So, ich denke, dann brauchen wir hier jetzt erstmal nichts. Boah, Weintraubensamen, 70 Dollar. Boah. Fett. Kühlbox, Topf, Wein. Oh, Alter, was ist denn mit den Erdbeeren los? Was soll mit denen los sein? Die saufen ja unnormal viel. Okay. Was war das genau? Also, Kugeln 24 für 40 Dollar. Ich habe jetzt Tim, achte du mal darauf, wie viele Kugeln du hast. Ich guck gerade 6 im Revolver und 2 noch als Ersatz. Okay, ich hab die jetzt mal gekauft. Und sammel, normalerweise müssten die liegen, genau, ich sammel die jetzt mal ein. Oh, krieg ich auch. Lol. Das ist ja mega smart. Jetzt natürlich die Frage, oh, das steht für beide Sachen, das heißt, ich habe auch für die Flinte bekommen. Ja, die benutzt dieselben Patronen. Lies. Gut, dann reicht das, dann passt das erstmal. Vielleicht ist das auch einmal voll machen, weißt du? Mhm. Warte, wir kommen gleich wieder, wir bringen dir den Korb mit. Ja. We need wir werden Korb reich. Mehr. King hat Spaß. Oh, ich liebe das, wirklich. So viele Sachen anpflanzen und ernten und bla und dann wächst das. Und dann gießt du das. King hätte auch Spaß daran, im echten Leben Bauer zu sein, nur nicht in Deutschland. Nur nicht in Deutschland, genau, weil das absoluter Much ist. Oder unnötig um mich. Trecker fahren. Ja, schon. Ich bin gar nicht so für Trecker fahren. Trecker fahren! Aber, der Korb. Weißt du, aber du musst in Deutschland musst du Lizenzen kaufen, dass du überhaupt irgendwas anbauen darfst. Und stimmt. Das dann von irgendwelchen verrotzten Fickfirmen, die sich Patente auf Saatgut gekauft haben, wo du einfach nur denkst, so, ihr kleinen dämlichen Wichser. Wenn ich nicht euer Vater wäre, dann wäre ich angepisst. Ich hol nochmal Hühnerfutter, ey. Mach das mal. Hühnerfutter. Ist natürlich die Frage, wenn wir beenden, wo wir dann immer spawnen wieder. Ob wir dann in der Pampa spawnen oder wir an der Ranch dann. Ich denke mal in der Ranch. Also vielleicht halt da, wo man sich ausgelockt hat, ne? Also das hoffe ich da, wo man gespeichert hat. Jedenfalls, wenn wir alle uns eingelegt haben, jeweils. Wow, die Autos reagieren ja sogar, wenn man sie anfährt. Also sie wackeln und rutschen auf Seite. Ich wollte jetzt doch einmal gucken. Ein bisschen durch die Gegend laufen, mal gucken, ob ich da. Weil ich habe die Sorge, dass das Bild zwar anzeigt mit einer schönen Pfütze, wie so ein See. Aber das höchstwahrscheinlich nicht mehr so ist. Hm. Weil ich bin schon ein bisschen neugierig. Ja, da richtig kleine dunkle Ölpfütze. Und das Bild, das sagt schon fast richtig hart aus. Das muss man kennen. Ja, du musst das auch mal machen. Du musst ja auch mal irgendwie eine Pflanze nehmen und musst sie einfach mal in deiner Wohnung. Und nein, ich meine jetzt nicht Gras. In deiner Wohnung oder auf deinem Balkon anbauen. Aber und wenn jetzt du. Darf man. Wenn du, ja, aber das meine ich nicht, weil das. Ja, warum nicht?
Wir werden es brauchen das, irgendwann. Das sorgt nur so im übertragenen Sinne für ein gewisses Happiness-Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie das Wort heißt. Aber muss man wirklich machen. Das ist echt voll schön, wenn du dann siehst, wie diese Pflanze einfach wächst und dann plötzlich wächst da was dran und dann kannst du das nehmen, wenn das fertig ist und dann isst du das und denkst, boah Junge, das ist die geilste Scheiße, die ich je gegessen habe. Ja gut, selbst gepflanzt schmeckt sowieso immer besser. Gerade Tomaten, ohne Witz, gerade Tomaten. Das ist einfach, dieser Kram aus dem Laden ist einfach kompletter Müll. Normale Rispentomaten schmecken so scheiße. Ja. Und dann nimmst du einfach diese Tomaten, die du angebaut hast, ganz normale Rispentomaten, gibt natürlich auch andere Sorten, aber ne? Und das schmeckt einfach so lecker. Du willst die gar nicht in einer Soße oder irgendwas verarbeiten, weil die so roh, sei es mal auf dem Brot oder in einem kleinen Tomatensalat als Beispiel, die schmecken so geil. Du willst die gar nicht irgendwo, keine Ahnung, du willst nicht, dass irgendwas verloren geht, dass du das erhitzt oder irgendwas, dass das in der Soße verloren geht. Willst du nicht in dem Moment, weil es einfach nur geil ist. Also wirklich, das ist ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und deshalb gehe ich da, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen auf. Ja, warum auch nicht? Ist so nice. Wollen wir schlafen oder war das Phase? Ja, ich weiß nicht, wo ist denn Tim? Wo ist denn, wollte ich gerade fragen? Er ist schon wieder weggelaufen. Ja, hör auf. Ich habe doch gesagt, dass ich suche. Hör auf zu suchen, wenn es dunkel wird. Ich habe mich hier gerade nach oben befördert. Ich habe die Taschenlampe hier auf dem Kopf, ja, lass mich. Okay, 1, 2, 3, 4 haben wir, ne? Hühne? Ja, also ja, drei Hühner, ein Hahn. Mit Hahn und mit Hahn sind es 4. Okay. Also ich habe jetzt vorne zugemacht, habe die eingesperrt, das sollte eigentlich passen. Jetzt habe ich das Gebiet der Ranch, wird schön angezeigt sofort, du bist im Gebiet der WSD Ranch. Yes, genau das ist es. Einzig wahre Ranch. Range? Range, ja. Da kommt das Ranch-Dressing her. Was? Ist wahrscheinlich eigentlich. Nee, wir sind nur Männer oder? Und das ist handgeschlagen. Mit dem zusammen in einem Sheldpen, Alter. Ich glaub's ja nicht. Ich muss immer nur kontrollieren, ob alles bei dir und um dich herum trocken ist. Die einen Paprika, die sind hier auch gleich fertig. Oder? Geil. Wenn der grüne Balken voll ist, ist fertig, ne? Ja, genau. Gut. Man kann die auch noch düngen und irgendwas, wenn man was da hat. Ja. Ich sag mal, was heißt das denn? Was heißt denn das untere? Ist das eine Bombe? Nee. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das halt, wenn man es irgendwie gedüngt hat, dann... Keine Ahnung. Ist der Balken irgendwie voll oder... Gärtner und Gewächshaus. Warte. Wachstumszeit und Wasserbedarf ist klar. Achte darauf, dass die Samen nicht verderben. Du kannst auch ein Sprinklersystem, bla bla bla. Dünger? Samen nicht verderben. Keine Ahnung, wie das meint. Hier sind wir, Pflanz, hier ist was fertig. Hier, Erdbeeren. Erdbeeren sind fertig. Pflanzenschutzmittel. Ah, oh, nice. Und die Paprika. Ja, wo ist denn der Korb? Ach, da. Der steht neben den Dünnern. Oh, geil. Das ist nicht so illegal. Das ist noch nicht fertig. Was ist illegal? Jetzt sind sie fertig, die hier. Das ist wahrscheinlich, was ich gerade tue, weil ich bin neugierig, weil hier neben uns so eine große Grünfläche ist. Ich wollte gucken, was da ist. Es geht nicht, das ist voll. Oh. Ungefähr, ich vergebe mal kurz verkaufen. Hellolz! Okay, ich versuche das irgendwie so zu ernten. Ich habe eine Handvoll Erdbeeren. Ich leg die einfach hier drauf. Und die fallen bestimmt nicht durch das Gitter durch. Bestimmt nicht, nein.
Das sind Riesen-Erdbeeren, Fukushima-Erdbeeren. Oh mein Gott, man kriegt mehrere Erdbeeren aus bei einer Dings raus. Magst du vielleicht auch irgendwie gleich mal gucken, ob es irgendwie noch was anderes gibt als einen Korb oder vielleicht nochmal einen zweiten Korb oder so organisieren? Ich kann auch noch einen zweiten Korb kaufen, ja. Damit wir richtig Korb kassiert haben. So, was kriegen wir denn für den ganzen Bombs hier? Also ich denke mal, du kannst damit umgehen. 164 Dollar. Du kriegst für eine Paprika kriegst du 2 Dollar nur. Und für eine Erdbeere kriegst du 4 Dollar? Oh nein, Alter, die eine Erdbeerpflanze ist gestorben. Oh nein. Soll das kaufen? Es gibt auch noch die eine Box. Nee, für 96 Dollar. Naja, aber weiß ich nicht. Ich will einfach noch einen Korb. Scheiß drauf. Der Kühlpost kann ich mir vorstellen, wenn wir so Milch oder sowas haben, was Verderbliches ist. Gut, Früchte sind eigentlich auch verderblich. Wir wissen halt aber nicht, ob das bedacht Erdbeeren worden hoch. ist. Erdbeeren sind hochgradig verderblich. Ja. Die kannst du morgens ernten und abends sind sie schlecht. Schneller. Hat Spoiler auf seinem Auto, kann aber nicht Gas geben. Dumme Saudi. Scheinbar war da oben schon die Welt zu Ende. Schwanz. Es wirkte so komisch, einfach so ein abgeriegeltes grünes Areal da, einfach zu unserer Linken. Ich dachte mir so, was ist denn da? Weiß ich nicht, ich weiß hier. Nicht. Ich weiß nicht, was das heißt. Hallo, Herr Hirsch. Schön Vielleicht ist das abgeerntet oder so. Aber ich habe es nur einmal geerntet. Ich schwöre auf alles. Voila, Bibi. Voila, Habibi, ich schwöre. Ach, Leute, es kann sogar schweben, wenn man die Klappe aufmacht. Das ist ja schön. Ja. Okay, eh zur Auktion zu gehen? Achso, da kriegen wir. Oh. Auktion? Was? Na, ich bin gerade beim Autohaus hingelaufen und da ist ein Schild neben so einer Büchse, da steht 50 Dollar für einen Busserv, sogar, aber hier gibt es Williams Livestock Auction. Okay. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, was das ist und ich weiß nicht, wie es gemeint ist. Na, ist wahrscheinlich können wir uns dann krasse erstklassige Tiere da ersteigern, die wir dann vermehren lassen, dass wir dann erstklassiges Fleisch verkaufen könnten. Was heißt das? Ja, Zuchttiere halt. Die geilsten Bullen und die geilste Kuh und ihre Kinder machen das beste Fleisch. Ich will mal ein bisschen mal die Stadt erkunden hier. Komischen amerikanischen Ampeln hier. Pharmacy. Oh, nix. Ups, ey. Kannst du ja mal gucken, was der Typ beim Burgerladen jetzt haben will. Ja, kann ich machen, mir gerade. Weiß. Ich sagen, sorry, dass ich über Rot gelaufen bin, aber ich weiß nicht mal, ob es Rot angezeigt hat bei diesen komischen Ampeln. Ich verstehe das nicht mit dem, mit der Tomatenpflanze. Ich hab, ich stehe da halt auch nichts. Er nimmt gerade Rindfleisch, Rindfrikadelle und Hühnerfrikadelle. Kannst du nur entfernen. 1,3. Ja, dann entfernen wir das. Rufst du raus, pflanzt eine neue. Ja. Also nichts, was wir haben, will ja. Nochmal, was wir da haben? Rindfleisch, Rindfrikadelle und Hühnerfleisch. Oder Hühnerfrikadelle war das. Frikadelle! Also wirklich, das, was wir halt nicht haben. Klasse. Es sei denn, wir holen uns vielleicht wirklich so ein Fleischwurf. Oh, aber wir haben nicht so Hühner und keine Rinder. Ja, nee, wir haben halt kein Tier, was wir jetzt aktiv schlachten möchten. Ja, das meine ich ja. Kein Hund, kein Rind.
Weiß halt er auch nicht gerade, wie viel so eine Frikadelle, so Hack verkauft, wie viel das wert ist dann. Eine Frikadelle. Ja. Okay. Die müssen so angefühlt. Wo war denn mal wegen Bauen? Kann man hier sonst noch irgendwie. Das ist. Okay, das ist irgendwie nicht reingekommen. Decorations. Ja, so ein Monstera. Philodendron. Weißt du so auf Latein? Was ist das? Futtertrog, Lampe, Vorratsbehälter für Fleisch, Vorratsbehälter für Käse, Getreidespeicher, Windmühle, Windrad zur Wassergewinnung aus unterirdischen Quellen. Füllt Wassertröge im Bereich. Ah ja, interessant. Aha. 150 Metall. Ich denke es ist ganz echt ehrlich. Die Frage, also, was du pro kriegst, weil wir haben jetzt so einmal 50. Was? Wie viel haben wir? 80 Zement da? Ich weiß halt nicht, weil ich bin ja gerade beim Baumarkt. Können wir mal gucken, wie viel Metall so kostet nochmal. Also ich denke. Kurz was anderes. Ich denke halt. Tiere sich an, also richtig Tiere zu besorgen, Schweine, Kühe etc. etc. lohnt sich halt auch nur, wenn wir unser eigenes Futter herstellen. Hm. Das es eskaliert sonst. Es eskaliert okay, kann sonst. Ich. Es eskaliert sonst. Holzständer? Es eskaliert ich hab kein Holzständer. Kann Stämme oder Planken enthalten. Aha. Regale. Benötigt Ressourcen. Steht man. Also. Ja. Alles ja. Benötigt also, Ressourcen. Ich bin jetzt bei den Metallplatten, also was Metall ist, also da kosten 10 Metallplatten 100 Dollar. Okay. Ziemlich teuer. Also eine Platte 10 Dollar. Und man kann es auch sehr mal 50 Platten holen, das sind dann 500 Dollar, nehme ich dann. Interessant, dass sie hier für 8 Holzplatten 32 Dollar haben wollen. Das ist schon teuer. Ich glaube, es ist schön, dass Ansgars Saatgerät immer noch hier steht. Was ist auch ein Fluggerät, was auch immer das war. Der wieder zum alten Mann, der will ja schon wieder fast ärgerlich, kann ich mal gucken, was er für Quests hat. Nee, wir müssen Cut machen. Gar nicht mehr. Es tut mich ganz sorry. Das ist ja kein Ding. Glauben die aber leider nicht. Das, also ja, verstehe ich. Würde ich auch nicht. Aber, ich schwöre. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Da wird jemand genau. Gegessen. Ich glaube nicht, dass man hier tatsächlich sterben kann, ehrlich gesagt. Ja, Mann. Meinst du? Also, ich weiß von früher her, aber. Wie jetzt aktuell, weiß ich das nicht. Ich weiß, dass man sich gegenseitig erschießen könnte. Oh, cool. Gut zu wissen. Also, ich habe jetzt hier wieder Wildfleisch, aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt mitten in der Stadt halt. Das lassen wir erstmal. Bin hier gerade nur an was. Dran. Und? Also ich finde halt, das, was sie hier beschreiben, ich dachte ja, wir müssen das gerade immer noch mit diesen Öl trinken. Das Bild, was sie da angezeigt, das ist doch eigentlich so auffällig. Ich müsste doch schon vorher was gesehen haben mit so einer scheiß Pfütze. Ich sehe aber nirgends irgendwas. Ich habe jetzt auch einfach mal geguckt nach irgendwelchen, ja, nach einer Map, wo es halt irgendwie angezeigt hat, ja, da kannst du nicht, aber. Da, wo das angezeigt wird, da ich sehe hier einen Scheiß. Gar nichts. Jetzt halt nämlich die Frage, die ich mir stelle, ob das jetzt schon wieder so gemacht worden ist, dass man halt es nicht mehr sehen kann. Man muss halt mit den Dingen rumlaufen und sagen so, ach, jetzt kannst du es hier bauen oder so. Naja, das wäre schon ein bisschen sehr stümperhaft, ne? Es ist stümperhaft. Ich meine, ich sag mal so, die sagen so, ja, kannst auf der... Warte mal.
Wo stand das hier? Auf der Karte sind mögliche Standorte für Ölfelder verzeichnet. Ja, aber wenn ich auf die Karte gehe, sehe ich nichts. Ja. Deswegen, also. Vielleicht kommt das halt auch noch, weil es halt einfach, keine Ahnung. Ich zu weiß früh wäre oder so. Entweder das. Weil ich hab gesagt, ich habe vor langer Zeit mal so Videos gesehen, die waren ja auch Bilderhof wie wir am Anfang. Mhm. Und da hat er schon irgendwie einfach das irgendwo platziert. Das war irgendwie sehr krass, weil es irgendwie sehr viel, wirklich sehr viel Geld auch eigentlich rausgeworfen hat. Deswegen gucke ich ja das. Kann sein, dass sie es vielleicht auch wieder vielleicht ein bisschen gebalanced haben in der Hinsicht deswegen. Aber naja. Also ich weiß, ich merke nur auf das, was ich hier momentan sehe, da sind überall so eine grauen Felder, sage ich mal so. Hier jetzt. Ah. Ja, ja. Da, das, was ich hier als Karte jetzt im Internet gefunden habe. Aber ich kann da nichts drauf bauen. Fährt's. Wie gesagt, diese komische Pfütze, die sie angehen, das ist ja schon richtig. Ist das nur eine Verfärbung? Bitte. Verwerbung der Macht. Keine Ahnung, aber ich kann hier auf jeden Fall nichts drauf platzieren. Darum weiß ich nicht. Also ich war jetzt an zwei Orten, die halt jetzt einfach in der Nähe der Range waren. Und da ist überall so halt, das, als wäre da so, ja, als würde halt einfach kein Gras da wachsen. Ja. Und ist ja noch kein Gras drüber gewachsen. Ja, das scheint wohl so. Also cool, wenn ich mir rechnen sind, war ja auch da, weil der Typ hat einfach an der Straße irgendwie seine Pumpe hingestellt. Ja, ja, genau, da war ich auch gerade. Da ist so ein graues Feld und da sollte angeblich so eine Pumpe stehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie halt gemacht haben, dass man das erst ab dem bestimmten Punkt kann, weil, weiß ich nicht. Ja, krass, dass sich das schon jetzt, also, naja, gut, das Buch ist anscheinend für alles schon freigeschaltet, in der Sicht, wenn sie es erklären. Aber dass wir so, ja, wobei Tutorial-mäßig macht gar keinen Sinn. Ja, dem was. Laut dem, was ich gefunden habe, kann man wohl auch irgendwo so ein Dolch finden oder sowas. Und einen Helm. Ich für meinen Teil. Genau was. Ich für meinen Teil mache hier erstmal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Chat-Aktivität. Ich lasse sie bei Neuem weitermachen und aber ich muss mich verabschieden. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Morgen Nachmittag, wenn ihr Bock habt, bei Minecraft. Und ansonsten gute Nacht, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Heide, ciao. Tschüss. Guckt bei mir zu. Genau. Geht rüber zu Mr. Speckbike.